Sprich mit mir. Ich gehe jetzt einfach mal auf Aufnahme. Und zwar geht es um die Schwierigkeit, die ich jetzt erklären will, an der jeder normierte Mensch leidet. Das ist das, wenn er was wissen will, meint er, dass immer nur in vielen Fällen eine einzige Antwort richtig ist. Ich sage jetzt aber da ganz einfach, ich erkläre es jetzt wirklich bloß den, der sich das Gespräch ausdenkt. Und du wirst irgendwann, wenn du die vorhergehenden Selbstgespräche richtig eingehend studiert hast, wirst du erkennen, zumindest, ich sage, die letzten zwei, die letzten drei, da ist alles drin. Und ich kann dir nur anraten, wiederhol die. Einmal hören reicht nicht. Selbst, ich denke mir jetzt diesen Brüssel-Uder aus, selbst ich, der ich das erkläre, höre mir jedes meiner Selbstgespräche mindestens noch mal dreimal an. Und bei aller Bescheidenheit natürlich aus einem ganz anderen Kontext. Das heißt, mir wird bewusst, wie unendlich viel ich eigentlich weglasse bei diesen Gesprächen, weil es ist nicht möglich, alle Perspektiven gleichzeitig zu erklären. Das ist dieses Ja, dieses Chat-Denken, das Kollektionsdenken. Das sind so einfache Sätze, wo ich immer sage, es zerstört jegliche Form von menschlichem Wissen, das du dann der Menschheit eigentlich zusprichst, was für dich normal erscheint. Dass hier in deinem eigenen Hintergrund unendlich viel Wissen ist. Das nennt man Gott und ich symbolisiere das immer mit dem kompletten Internet und mit dem Darknet gleichzeitig. Und du schaust ja immer deine Informationen an, du schaust in dich rein. Und dann hast du eine kleine Facette. Das ist mein Bücherregal, ich könnte es noch erweitern zu einer riesengroßen Bibliothek oder zu unendlich vielen Bibliotheken, wo in dem Moment, wo ich eine Bibliothek denke, sind alle Bücherregale, alle Worte in den Büchern gleichzeitig da. Und zur Anschauung kommt bloß das, was ich anschaue. Ich kann mir natürlich jetzt eine Bibliothek denken, so wie ich mir eine Stadt denke. Aber was sehe ich dann eigentlich, wenn ich mir eine Stadt denke? Jetzt hast du mal nur das Geräusch Stadt da oder das Wort Stadt. Und dieses Geräusch Stadt oder das Wort Stadt, optisch gesehen, diese Buchstaben, sagt überhaupt nichts aus. Es ist eine riesengroße Kollektion. Weißt du, was eine Stadt ist? Würde jeder normale Mensch sagen, ja selbstverständlich, was ist das für eine dumme Frage? Erklär es mir, du hast 2 Minuten Zeit. Was willst du denn in 2 Minuten von einer Stadt erklären? Das ist auch, wenn ich immer wieder sage, kannst du, und ich reduziere jetzt dein Wissen auf eine einzige Sprache, kannst du in Deutsch sprechen, lesen und schreiben? Dann sagst du ja. Erklär es mir. Dieses Jahr ist eine Kollektion. Und das Wissen ist immer alles im Meer, ist immer alles gleichzeitig. Darum ist das Symbol für Gott, Gott El Hayom, was ja eigentlich wörtlich Gott das Meer heißt. Jetzt geh mal in deine theologischen Schriften, was die dir erklären, was das alles heißt. Damals hast du mal dieses El selber heißt nichts und heißt Gott und noch einige Sachen. Ein Haar hinten macht es übrigens weiblich. Das kannst du dann auch ein weibliches Nichts oder Göttin nennen. Aber in jedem Wörterbuch, was du feststellst, das heißt dann auch Beschwörung und Fluch. Das im Hinten heißt definitiv mehr, einzeln gelesen, ist aber auch als Suffix ein männlicher Plural, den wir im Deutschen ja nicht haben. Und dann heißt es ihre Beschwörungen und Flüche. Ihre in Bezug auf Männer, auf Geist, weil da im Hebräischen gibt es nämlich männliche und weibliche Mehrzahlformen. Und dann noch ein Dual, muss man alles nicht wissen. Was mir viel wichtiger ist, ich sage dir jetzt, du bist ein träumender Geist und du siehst nur deine eigenen Informationen und du bist der Einzige, der das sieht. Und das habe ich lang und breit erklärt, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Zum kleinen Einstieg ist dieses Zerdenken der Kategorie 2 Fragen, dass du an den Zwang leidest. Und das bringe ich jetzt zur Anschauung mit meinen von uns jetzt. Wir zwei denken uns jetzt einen Holger aus, der stellt immer wieder Fragen, er macht wunderschöne Tabellen und er erkennt jetzt langsam ab einem gewissen Punkt, die 2 Seiten kann man darstellen, die 4 Seiten kann man darstellen, kann man es nur noch wissen. Wenn die Qualitäten dazukommen, hast du nahezu keine Chance mehr, das in irgendeiner Form in einer Tabelle darzustellen. Ich nenne das, es kann gewusst werden. Und das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Ich mache mal ein kleines Beispiel, weil mir gerade kommt, ich stelle dir die Frage, wo wohnst du? Weißenburg. Das ist eigentlich so die Standardantwort. Aber pass auf,
Ich kann jetzt auch sagen, in der Jahnstraße, in einer Wohnung, in einem Haus, in einem Körper. Jetzt merkst du, dass da viele Antworten gibt. In der Regel nennt jeder Zastermann nur den Ort, an den er denkt. Aber das ist ja ein riesengroßer Ordner. Das ist ja ganz, ganz vage plus definiert. Und jetzt ist es, dir muss klar sein, dass du in vielen Fragen, das ist dieses stochastische Denken, gibt es lang und breit in den holophilen Schriften von dem unendlich vielen Wissen, wird das erklärt. Du musst jetzt erst einmal klar machen, wenn du dich mit irgendwas auseinandersetzt. Acht Mann, achte auf meine Worte. In dir setzt du etwas auseinander. In dir, das sind ja immer deine Informationen. Und du beschäftigst dich mit was. Hast du zuerst einmal wieder zwei Seiten. Entweder willst du es glauben, du bist neugierig, es ist für dich von Interesse, oder du willst damit nichts zu tun haben und von vornherein willst du das bekämpfen und lehnst es ab. Wenn du dir zuerst einmal klar machst, wenn du irgendwas hörst, mit was für einer dieser zwei Seiten du dieses Problem, dieses Vorgelegte angehst, wirst du feststellen, deine Ergebnisse orientieren sich immer mehr in diese Richtung, wo du hin willst. Du wirst immer mehr zu einem, durch dieses Prinzip, immer mehr zu einem einseitigen Fanatiker. Das ist dieses Stochastische, das immer die stochastisch ist ja in der Mathematik, in dem gelernten Wissen, dass du geistlos nachhilfst, ist es die sogenannte Wahrscheinlichkeitsberechnung. Das nennt man Stochastik. Dieses Wissensgebiet. Was das in einer Tiefe bedeutet, ist genau dasselbe wie die ganzen Vollpfosten, jetzt ohne beleidigend sein, ich denke mal die ganz bewusst so aus, bring mir doch in deiner Welt einen einzigen Menschen, der wirklich weiß, was das Wort Mathematik bedeutet. Es ist einfach nur das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern. Jeder normale Mensch ist ein Mathematiker. Die Masse, ich sage jetzt immer wieder bis dato, weil das kippt mit einem neuen Wissen langsam um, wann sollen rechnen? Selbst Mathematikprofessoren benutzen das Wort Mathematik für Rechnen. Das ist die Arithmetik. Arithmus ist die Zahlen- und Rechenkunde. Mathematik bezieht sich Mathe nur auf das gelernte Wissen und da hängt der Mathikos dran. Das erkläre ich immer wieder, auch wie die Automatik. Aber das lassen wir jetzt gut sein. Wir gehen einmal jetzt auf die Fragen von dem Holger ein und dazu übertrage ich den Bildschirm. Ton brauchen wir keinen. Ich gehe jetzt einmal in unseren Chat, in unseren privaten Chat, wo der Holger mir Sachen schreibt. Und das ist jetzt zum Beispiel gleich, hier schickt er ein Bild. Das ist jetzt so, das habe ich reingestellt gehabt. Und das ist jetzt eine sehr gute Frage. Das heißt, jetzt hast du einmal, ich erkläre dir, ich Geist, nehme alle Schuld auf mich. Und es geht um diese Radix Shin-Waf-El. Shin-Waf-El, ich habe jetzt das Oberteil in unserem Gematrix-Brother weglassen und ich sage, wichtig ist, zuerst einmal schlichtweg das Rot und Blau lesen. Das heißt, wir haben hier das Shin, Rot ist der Logos, der göttliche Logos. Das allumfassende Wissen kann man auch Weisheit nennen. Das Waf ist dann verbunden, Rot, und das Licht ist das geistige Licht. Ich nenne das immer die Lampe im Projektor. Das kann man auch austauschen mit Energie oder Geist. Und blau gelesen ist es logisch. Log ist gleich Lug, weil U ist gleich U. Und da hast du jetzt etwas Aufgespanntes. Das ist irgendeine Facette, die du jetzt anfokussierst, die du in dir aufspannst. Man sieht schon hier, Waf, das ist ja die Spannung des U in der Physik. Und das ausgedachte physikalische Licht, das sich ja angeblich von A nach B in Form von Photonen oder Lichtwellen bewegt. Und wenn ich jetzt hier sage, das hebräische Wort, ist in dem Klassischen heißt Zaum und Schleppe. Ein Herabhängen, ein Hin- und Herschwang, der Zaum und der Rand. Das sind also fast in jedem Wörterbuch ist das drin. Wir können uns das ganz kurz einmal anschauen. Wenn ich jetzt hier reingehe, das sind jetzt verschiedene hebräische Wörterbücher und da machen wir jetzt dieses Shin Waf El. Du hast jetzt die Schleppe, ein Herabhängen, ein Rand. Dann haben wir einen Zaum, die Schleppe, Grund, Boden, Rand, Zaum, Schleppe eines Kleides. Und dann haben wir den alten Gesenius in der lateinischen Form. Da haben wir auch die Kleidung, die Kante, das Kleidungsstück und so weiter und so weiter. So, das Blaulesen, logisch aufgespanntes Licht. Der Zaum. Und jetzt sage ich, ich Geistesfunk, weil das ja eigentlich Schul heißt. Und jetzt habe ich dieses G mit der Schlangenlinie und wir wissen, das blaue D ist die Öffnung. Dann haben wir eine Schulöffnung.
Ich nehme alle Schuld auf mich. Und jetzt habe ich hier dieses gestreifte Wort, nicht ich, unser kleines blaues Ich bezieht sich ja auf den Brösel, auf die Persona. Oh ja. Das große blaue Ich ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, praktisch das Programm. Ich nenne das auch dein Schwamminhalt. Und das blaue, kleine blaue Ich ist dann die entsprechende Persona. Ich sage einfach in unserem Videobeamer, in den Beamer, ein ganz interessantes Wort, Video, Beamer. Wenn ich jetzt das so ausspreche und du weißt, keine Rechtschreibungen, könnte ich zum Beispiel schreiben Video. W-I-E-Deo, dann heißt es wie Gott. Und ja. Bi heißt in mir und mehr ist es mehr, wie Gott im Meer. El Hayom ist Gott das Meer, das ist der Videobeamer. Und in dem Videobeamer ist ja, das da mal hier, brauchen wir ein Programm, das ist dieses Display, ganz interessant, DIS heißt die Öffnung eines intellektuellen Raumzeit. Das lateinische Wort dis ist ja disharmonisch, auseinandergeschmissen wie dir. Und dann haben wir noch Play, ein Spiel. SBI hast meine Schwellen. Aber dieses Play beginnt mit BLA und wir wissen ja, das heißt Wunder. Und dieses Y am Ende ist, kann man als 70 setzen als ein Augenblick, das Wunder von Augenblicken. Ja. Das macht jetzt Holo-Feeling. Mir geht es darum, das ist jetzt eine von unendlich vielen Auslegungsmöglichkeiten. Was jetzt hier interessant ist, dass dieses Emich ist ein gestaltgewordenes Ich, darum heißt es die Persona. Und der Holger macht jetzt zu Recht ein Fragezeichen. Ich, Geist, nehme alle Schuld auf mich, diese Schulöffnungen, weil eine Person ist ja nur eine Maske. Kann eine Maske was auf sich nehmen? Wenn ich jetzt frage, wer ist schuld, dass davon die Bilder sind, das ist erst einmal hier diese Maske, die Projektionsmaske. Das wird jetzt sehr vielfältig. Und er schreibt jetzt ein gestaltgewordenes Ich. Ich nehme alle Schuld auf mich in Bezug auf den Jesus, den wir uns ausdenken, in dieser Symbolik. Aber das rote Ich sei nichts. Und das Nichts muss keine Schuld auf sich nehmen, weil es auch alles ist. Weißt du, wo das Problem losgeht? Aber das ist eigentlich kein Problem. Das Problem liegt darin, dass man eine Einseitigkeit postulieren will, dass du wieder meinst, da könnte nur eins richtig sein. Ja. Ich kann das komplett austauschen. Zuerst einmal, was rot ist, ist nie an was schuld. Die 200 Gramm rote Gnede ist doch nicht schuld, dass sie die oder die Form annimmt. Ja. Die Ursache, dass die Gnede die Form annimmt, die Ursache, die Lampen zum Beispiel des Arrangement von Pixeln, das ein Bild in dir auslöst, auf dem Monitor, auf der VR-Brille. Diese Lämpchen sind doch nicht schuld, dass sie diese Helligkeitsgrade, diese Farbmischungen annehmen. Ja. Die Ursache dafür ist doch das Programm. Aber jetzt immer wieder ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht und das Gedicht ist voller Fehler, voller Rechtschreibfehler. Also das Erste ist, der Kugelschreiber, und ich mache absichtlich immer ein Kugel, eine Wellenschreiber, ein Wellenschreiber, weil Kogelwismar heißt ja wie eine Welle, er bringt die Farbe aufs Blatt Papier. Das heißt, er erschafft diese Worte. Aber er kann sich ja nicht raussuchen, was er schreibt. Also ist er jetzt schuld oder ist er nicht schuld? Da haben wir schon wieder zwei Seiten. Aber ist er dann noch zusätzlich schuld, dass die Worte voller Rechtschreibfehler sind? Das wiederum ist ein Akt, mit was vergleiche ich das, was ich anschaue? Ja. Ich sage, wenn ich eine Lutherbibel oder Paracelsus im Original lese, mittelalterliche Bücher, dass solche Idioten konnten ja nicht einmal richtig rechtschreiben. Wenn du mal wirklich die Ohrenbarungen studierst, was du feststellen in den ersten Bänden, dass ich da ganz am Anfang darauf hinweise, wenn dich jetzt die Rechtschreibfehler stören sollten, achte auf den Kontext und nicht verhör auf, irgendwas zu vergleichen. Und dann glaube ich, ist irgendwann an der Stelle am Anfang heißt es, wenn ich jetzt zum Beispiel Fehler, und dann schreibe ich das mit einem V, wenn ich Fehler so schreibe, wird sofort was in dir reagieren und du wirst sagen, der kann ja nicht einmal richtig recht schreiben. Weil jedes Kind weiß ja, dass man das Wort Fehler mit einem F schreibt. Aber wenn ich jetzt UN mit 3 HDD hinten dran hängt, ist jedem klar, das ist ein Druckfehler. Wir sind schon wieder bei so einer Definition. Und die Schuld ist immer, erst einmal, wenn ich irgendjemanden definieren will, wer schuld ist, darf ich niemals wie einen Roten definieren, weil
Das Rote ist ein Nichts im Hintergrund. Gott ist nicht schuld an dem, was ist. Da sind wir jetzt wieder beim Thema, wenn ich so, wie ich Gott definiere, Gott ist 200 Gramm rote Nille, der lässt alles mit sich machen. Ein Computer lässt alles mit sich machen, was das Programm und die Software mit ihm macht. In Form dessen, was er in sich selber erschafft, hat der Computer keinen Einfluss darauf. So musst du dir Gott vorstellen. Ich sage, denk bei Gott einfach an einen Computer. Das, was dieses Ding lebendig macht, ist die Software und das Programm, das er zum Denken benutzt. Verändert an ihm selbst nicht das Geringste. Es verändern sich nur die Informationen. So, und jetzt setzt sie für Computer dich Geist, dich träumenden Geist. Egal, welche Informationen du in dir aufbaust, zu sehen bekommst, ob du die hast oder nicht hast. Das ist übrigens auch so eine Sache, wenn du das Wort hast für hassen nimmst, heißt es von sich stoßen oder für haben. Du hast das, was du hast. Darum ist dieses Liebe deine Feinde so wichtig. Haben wir das soweit? Ja, also super, super geil. Vor allem jetzt in eine andere Perspektive zu dem Thema, ich nehme alle Schuld auf mich. Also Schuld ist der es gemacht hat, ne? Und richtig, das ist wieder Schuld was ist das dann, jedes Moment. Ja. Aber der ist auch nicht schuld, weil er sich jetzt draus macht, wenn du weißt, du bist ein träumender Geist. Das gilt ja für jeden Menschen, den du dir ausdenkst. Ja. Jetzt sind wir wieder bei den vorhergehenden Selbstgesprächen. Kann ein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, anders sein, wie du ihn dir denkst? Lass uns jetzt zeitaktuell, und da geht es schon wieder los, zeitaktuell, aktuell ist die Zeit, die du dir jetzt denkst. Das heißt, dieses Video kann zum Beispiel, kannst du dir jetzt 5 Jahre oder 10 Jahre in die Vergangenheit denken. Du schaust dann das Datum an, wann wurde das eigentlich reingestellt? Das habe ich immer wieder gesagt, ins Internet wurde nie irgendetwas reingestellt. Das ist eine fehlerhafte Logik. Es ist unheimlich logisch, wie du denkst, aber es ist nicht besonders geistreich. Das ist das große Problem. Und jetzt kommt dieses stochastische Denken, dass du prinzipiell, wenn sich was widerspricht, ich weise immer wieder darauf hin, deine momentane Naturwissenschaft, deine Logik und ein Großteil deiner Philosophen arbeiten mit aristotelischer Logik. Diese Regeln kann man in Ich bin nur genauer ansehen, kannst du in jedem Philosophiebuch nachlesen. Dieser große Schwachsinn, wenn sich zwei vom selben, mit demselben Thema reden und die widersprechen sich, kann bloß eins davon richtig sein. Udo, mach mal bitte dein Bild wieder. Ja, nein, ich wollte ganz, ganz kurz hier nochmal. Ja, lass uns das gleich, ich schaue ganz auch ein Beispiel mit deinen Bildern. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Bild, wo wir darüber gesprochen haben, mit dieser Trinität. Das heißt, die Liebe wird zu lieben und hassen. Das schickt mir der Holger, ich soll mir das anschauen. Ich rede jetzt wieder bröslich, gehe einfach die Gedankengänge mit. Der Tag wird zu Tag und Nacht, Frieden wird zu Krieg und Frieden und Wetter wird zu Sonne und Regen. Und dann soll er fragt, ob er das so stehen lassen kann. Und da sag ich, pass auf, wenn du jetzt genau hinschaust, jetzt hast du mal einige Probleme. Du hast hier das Positive und das Negative, das Positive und das Negative und da hast du das Negative und das Positive. Und wieder das Positive und das Negative. So wie wir das definieren. Ob jetzt ein Bauer unbedingt den Sonnenschein als positiv sieht, ich garantiere dir, er sehnt sich sehr oft nach Regen und dann sieht er den Regen nach positiv, wenn es hier 2 Monate die Sonne runterknallt und kein Tropfen Regen fällt. Den Fehler zu machen, positiv als gut und negativ als schlecht zu sehen, ist eine riesengroße Falle. Das ist die Einseitigkeit. Das ist das Thema. Das wollte ich jetzt eigentlich hier erklären und ansprechen. Und dann sage ich als erstes, und das schauen wir uns jetzt an, als erstes tust du hier ein bisschen das austauschen, dass du dir mal groß schreibst. Jetzt hatte ich hier, und was mir überhaupt nicht gefällt, du hast zwar jetzt immer hier gut und böse, Sonnenschein, hell und dunkel, Sonnenschein und Regen, aber hier beim Frieden, da machst du eine Blumenwiese für den Frieden und ein Panzer für den Krieg. Das drückt es eigentlich nicht aus. Und dann habe ich ein paar Tipps gegeben, wie er das besser machen kann. Und dann landet man irgendeinen kleinen Moment, das sind immer so Fehler, und jetzt hatte ich das schon verbessert. Jetzt haben wir das erste, die Liebe, Lieben und Hass, Tag und Nacht, Frieden und Krieg, und ich habe ihm gesagt, mach doch einfach, der Frieden steht für das Wachstum, für den Aufbau und der Krieg steht für die Zerstörung, wenn das Ding wieder in sich zusammenfällt, irgendwann einmal nach so und so viel 100 Jahren, je nachdem welcher Baum das ist. Oder gefällt was? Jetzt sind wir hier schon wieder mit dem Plus-Minus, sind wir jetzt schon ein Gleicher. Dieses Schema ist jetzt eigentlich schon etwas besser, so gefällt mir aber immer noch nicht, weil der Baum gefällt mir nicht.
Da habe ich gesagt, Holger, da holen wir uns von da außen ausgedachterweise in Weißenburg auf der Ludwigshöhe, sage ich, ist ein so ein gigantischer Baum, der ideal diese Zerstörung, diesen Zerfall darstellt. Den fotografieren wir, da kannst du das Bild austauschen und dann machst du die hier unten, machst du noch groß. Das ist dann unser Ergebnis dazu. Jetzt hat er das groß gemacht. Jetzt haben wir die Lieb-E-Quadrat und jetzt haben wir Lieben und Hassen. Und das ist immer wieder, ich kann das Plus nennen, Lieben ist verbinden. Die Seite klingt meist, hat denselben Namen wie das heilige Ganze. Sind wir darauf eingegangen, beging nie den Fehler, irgendetwas blau zu lieben. Blaue Liebe ist selektive Liebe und du lässt alles andere im Hintergrund. Ich liebe Popmusik, ich liebe Klassik. Es ist, du hängst schon wieder in einer kleinen Facette von unendlich vielen Möglichkeiten. Ich liebe den Tag und mit der Nacht will ich nichts zu tun haben. Das hat nichts zu diese Kritik, diese Bewährung von Tag und Nacht sagt mehr aus über den, der kritisiert und nichts über das, was kritisiert wird. So, und jetzt gehen wir da mal einen Schritt weiter. Und da haben wir jetzt den Baum, den hat er jetzt gleich hier daneben. Das ist ein schöner Baum. Schau, mit den kleinen, wir haben natürlich jetzt hier noch im Frühjahr, der fängt schon wieder zum Treiben an. Er wird praktisch hier zur Grundlage für was Neues, was in der Zerstörung diese Verwandlung wieder was Neues heraustreibt. Und da sieht es jetzt so aus, dass man jetzt den Aufbau, den Frieden, da steckt ja das Eden, die Frucht des Paradieses drin und der Krieg. Und jetzt müssen wir in das Wort Krieg reingehen und das ist Krieg, ist immer Zerstörung und ich sage immer nur jetzt, der Säugling muss zerstört werden, damit das Schulkind entstehen kann. Ei, Raube, Schmetterling. Innerhalb der Matrix ist es wie ein Ei, das zerteilt sich immer mehr. Kannst du dir Bilder anschauen, wenn da Samenfädchen draufkommt? Und dann haben wir eine Art Wurm, das sieht aus wie ein Embryo. Die Bilder, das sind die Bilder, es ist alles spricht zu dir. Und das ist eigentlich dieses Spiel einer ständigen Verwandlung. Und diese beiden Seiten, die Sonne, das Hell und Dunkel, sind wir leider nicht im letzten vorgegebenen Selbstgespräch darauf eingegangen. Es wechselt niemals ab. Diese Welle ist eine Illusion. Es ist immer alles gleichzeitig. Und das ist jetzt eigentlich die große Schwierigkeit dabei, dass man meint, eine Seite ist besser wie die andere. Dass du ständig definierst, wer du bist. An wen denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Denkst du an den Geist, der sich alles ausdenkt? Denkst du dann an dich selbst, rot gelesen? Manchmal. Oder denkst du an einen Gedanken, wo du sagst, das bin ich? Meistens, ja. Weißt du, wie tief das ist? Ich sage nochmal, wir machen hier kein religiöses oder esoterisches Geschwuppel und schon gar nicht irgendein vollkommen geistlos nachgeäfftes naturwissenschaftliches Wissen. Das ist die vollkommene Entgeistigung zur vollkommenen Entgeistigung von dir selbst geführt hat. Wer kommt jetzt? Das ist doch die große Schwierigkeit. Das ist dieses ich bin ein sterbliches Säugetier, ich wurde von meiner Mutter geboren. Du äffst doch alles nur nach. Du bist ein dummer Affe. Ein schönes Beispiel, wo ich so oft wiederhole. Nein, das bist du nicht. Wie oft erkläre ich in Selbstgesprächen, so, ich gehe doch jetzt als Brösel unter Brösel, wenn du irgendwo arbeitest, ein Angestellter bist du dein Chef, geh zu ihm hin, schau ihm mit strengen Augen ins Gesicht und sagst, du, ich habe heute Nacht nicht schlafen können, mir ist heute Nacht bewusst worden, du bist bloß ein Affe, ein dummer Affe. Und dann schaust du, wie er reagiert aus dem Nichts, wenn du das so ansagst. Irgendwann Menschen. Und jetzt kommt der eigentliche Witz. Ich sage dann immer, und dann bitte gleich winken, lächeln, volles Lächeln, Breitseite lächeln und sagen, Moment, Moment, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich habe gesagt, mir ist heute arm bewusst geworden, dass du ein dummer Affe bist. Das ist aber nicht meine Meinung. Es ist dein Glaube, es ist deine Meinung. Ich bin davon überzeugt, dass du das nicht bist. Du bist jetzt der Geist, der uns zwei ausdenkt. Es ist sehr interessant, du sagst zu jemandem auf der Bröselebene, du bist ein Affe und er ist hochgradig beleidigt. Er weiß aber nichts Besseres, wenn er ein bisschen krank ist oder was, dieses Affendasein möglichst lang am Leben halten zu wollen. Ja. Das ist Schizophrenie. Schizophrenie ist gespaltenes Bewusstsein. Jetzt müsste ich aber wissen, was Bewusstsein ist.
Für einen Affen ist Bewusstsein irgendetwas, was in seinem Gehirn entstanden ist. Ohne es, blau gelesen, ohne dieses Gehirn wird es mich ja nicht geben. Geist ist eben. Ohne Gedanken werden, immer die Nulllinie. Das spiele ich ja immer wieder durch und du wirst es immer wieder vergessen und immer wieder vergessen und du versuchst immer wieder irgendwelchen anderen Menschen das zu erklären, weil du darauf hoffst, wenn die das einmal verstehen, geht es dir auch besser. Und ich sage, nein, du musst der Erste sein. Du musst das Sein, dieses Bewusstsein sein, das du eigentlich bist. Das kannst du gar nicht werden. Deine Glückseligkeit ist die absolute, das ist wie ich, dick, die absolute Mitte. Und wenn wir uns das genauer anschauen, wenn man das einmal erkannt hat, was man ist, dass man dir positiv-negativ beispielt, dann ist der ganze Schwachsinn zum Beispiel von der physikalischen Verschränkung, wenn ich dieses große Rätsel der Naturwissenschaft, wenn zwei Photone oder Elektrone in entgegengesetzter Richtung auseinanderfliegen und du veränderst ein Elektron, dass das andere im Prinzip sich genau im selben Moment verändert, dann muss ja der wissen, was der hier macht. Und ich sage, mit eurer unendlichen Hirnwichserei, das sind erst einmal alles Informationen, die du dir denkst, wenn man dir das so erzählt hat. Bis du irgendwann begreifst, dass in deinem Kopf nirgends, niemals irgendetwas woanders ist für dich wie hier und jetzt. Egal, wo du dir das hindenkst. Und dann kommt natürlich dann plötzlich auch hier der bewegte Beobachter, den ich mir ausdenke, und der ruhende Beobachter. Und dann kommt dieses ganze Spiel, wenn ich jetzt am Bahnhof sitze und dann fährt ein Zug an mir vorbei, dann bewegt sich der Zug. Wenn ich jetzt aber mir in einem Abteil sitze und wir unterhalten uns, dann haben wir innerhalb unserer kleinen Kammer den Eindruck, dass wir ruhen. Und dann schaue ich hier auf eine Fensterscheibe, die nennt man mal, das ist wie ein Fernseher. Es ist ja, und dann fliegt der Bahnhof an uns vorbei. Ich könnte da so viele Beispiele zeigen, auch dann mit Blickwinkel, was sich hier verändert, was sofort von jedem Kind überprüfbar ist, wenn ich es darauf hinweise. Das ist das, wo ich sage, ich zeige dir in deinen Physikbüchern so viele Hirnrissigkeiten, die ich bewusst erschaffen habe. Ich verweise mal kurz nochmal, lies ganz einfach mal noch den Meter, wo man den Erdquadranten hier auf einen Meter genau vermessen hat, vom Äquator bis zum Nordpol. Diese Franzosen und diese Kommission, und ich sage schon, diese Behauptungen auf einen Meter genau vom Äquator bis zum Nordpol zu vermessen, 1700 barer Schnuffi, und dann haben sie 1799 festgestellt, dass sie sich um 0,02% vermessen haben. Das hätten eigentlich 10.000 Kilometer sein sollen, und sie stellen fest, nein, es sind 10.001 Kilometer und 699 Meter. Wenn ich sowas lesen will, da müssen mir doch alle Ohren spitz werden. Und jeder Professor äfft es nach in Wikipedia, alle äffen doch bloß nach, die wir uns jetzt ausdenken. Cut. Jetzt sind wir wieder beim Thema vom letzten Selbstgespräch. Ja. Wenn dir mal bewusst wird, wie du ständig vergisst, was du selbst bist und ständig Schutzzuweisungen machst gegenüber Menschen, die in dem Moment entstehen, wo du sie denkst und genauso sind, wie du sie dir denkst. Jetzt lass uns wieder an den Putin denken oder an den Hitler denken. Kannst du es beschwören? Jetzt sind wir hier bei unserem El Hayom, bei dem Ella, die Beschwörungskunst und der Fluch. Jeden Meiner, den du schwörst, unbewusst, und es ist jede Behauptung, die du äußerst, ohne zu wissen, dass du das jetzt in dir erschaffst. Übrigens, das Wort außen beginnt mit A, scharfes S, wissen wir es gleich B mit A, O, B. Du äußerst was. Oder das Wort draußen beginnt mit dir, das ist eine geöffnete Berechnung, blau gelesen, und das erscheint dir außen, aber außen ist AOB, die Schöpfung an aufgespannter Polarität. Und du schaust immer nur eine Seite an. Und die andere ist im selben Moment auch da. Also lass uns das einmal nochmal genauer analysieren in Bezug auf Krankheit. In dem Moment, wo du dir Krankheit ausdenkst, wird diese Krankheit zu deiner Information. Es sind ja alles deine Informationen. Okay, und jetzt tue ich dort das nochmal schnell unseren Gematrie Explorer übertragen. Und dann schauen wir uns das Wort Krankheit an. Und das Wort Krankheit ist das einmal krank sein, ist Kolhaar. Das ist jetzt krank sein, interessant, logisch, wach werden. Schien blau gelesen, wir sind nur blau. Krank ist blau. Logisch wach werden ist übrigens W ist doppelt aufgespannt. Unser W ist erweckt die Urteile.
Die End, geöffnete Existenz. Dann haben wir hier das Ringbrot, das ist also eine Berechnung im Geist und das ist im Roten. Rot ist der Adam. Wir haben übrigens unseren Magier. Das ist der Magier, ist interessant. Jetzt muss ich zuerst einmal da runtergehen, dass das Skull alleine ist das Weltliche. Weltliches. Das ist profan, das ist weltlich und du fängst an, vor Angst zu zittern. Das ist dieses ständige Flackern von Bildern. Bild, 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 gut, hell, dunkel, einatmen, ausatmen, gut, böse. Das ist eigentlich, obwohl das Ganze, dieses B, dieses In, Sohn, dieses Profane ist Gel. Gel ist Wellen. GL ist die Welle. Oder GL, der Geist, der mit 70 EL was hochhebt. Sein Joch. Das ist einmal das Erste, wenn man jetzt hier dieses Call ein Waff, das heißt kollektiv aufgespanntes Licht, das ist der Schwachsinn, den du zurzeit aufgrund deines Glaubens nachhängst. Das ist auch das Weltliche, das ist das hebräische Wort für Sand. Wir wissen, AND heißt, ich werde auf- und abschwingen, ich gehe jetzt nicht rein. Und das heißt, es ist ein raumzeitliches Auf- und Abschwingen und da weise ich darauf hin bei der kleinen Radix. Sand, Land, Rand. Ist immer dieses AND. Der Menschensohn steht mit einem Bein im Meer und mit dem anderen Bein auf dem Land. Und da ist es der Sand, dieser Rand am Meer, ist das Weltliche. Das ist der weltliche Rand. Ich sage immer, das ist die Form der 200 Gramm roten Niede. Wir können übrigens dann auch diesen Ring, schau mal, da kriegen wir jetzt ein Nachtragen von Groll. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz. NTR hast du jetzt eigentlich. Gleich, kleinen Moment, ich will Agol. Das heißt, der Augenblick auf eine Welle. Das ist hier der Augenblick im Gehirn. Auf Gehirnlicht ist immer geil, wissen wir, ist eine Welle. Der Augenblick auf eine Welle heißt der Kreis, einen Kreis ziehen, runden, runden. Und du wirst jetzt feststellen, dass du von dem Zeug hier kommst du dann hier in die Natur, davon springen, erlauben, aufhüpfen, losbrechen, losmachen. Die Natur, dieses Loslösen. Das ist immer ein Kreisen von Gedankenwellen in dir selber. Und das ist also hier auch der Phönix aus der Asche. Der Phönix, dieser wundersame Vogel, der immer wieder aus dem Sand, der sagenhafte Vogel im Weltlichen aufersteht, in dem Drehen, Winden, Kreisen, der Sand, der Strand. Und was hier ganz, ganz interessant ist, das ist gerade in dem Weltlichen, wenn du hier ein I reinlegst, das habe ich immer wieder gesagt, die kannst du austauschen, dann kriegst du Angst, Schmerz. Und dann kommen wir komischerweise hier in einen gewissen Schauder. Da haben wir das Schau deine Generationen an. Ja. Ich sage dir hier und jetzt, mein Kind, du kleiner Geist, lebst zur Zeit, zur heißt zur Form werden. Zur, ein flackerndes Licht. Ich kann mir jetzt alles nachschauen. Dein eigenes, tierisch, logisch erscheinende Geburtswehen. Das ist nämlich sehr interessant, weil nämlich dasselbe Wort heißt auch Geburtsschmerzen. Und wo ist eine Frau, wenn sie in Wehen liegt? Im Kreißsaal. Eine kreisende Frau ist im Kreißsaal. Ich könnte jetzt, und jetzt beginnt es, dass ich sage, ein Wort wird ein unendlich großer Komplex. Das ist also die Krankheit. Und die Krankheit selber heißt eigentlich, es kommt vom, das M als Vorsilbe heißt ja von, vom weltlichen Denken. Kollerwismus ist die Kranksein, ist vom weltlichen Denken, das ist jetzt die Krankheit als Ding an sich, das ist das klassische hebräische Wort für Krankheit und schau dir das an. Diese Krankheit ist H, O ist gleich wie, wissen wir, H, B, H, das auseinandergeschmissen wird. Denk an den J, H, B, H. J, die 10, der kleine Gott rot gelesen, ist plus 5, minus 5. Und Lewismus heißt auseinandergeschmissen. Und dieser J, das H, B, H, ich gehe da ganz kurz rein, um dir das nochmal zu zeigen. Das ist HBH. Das ist interessanterweise deine momentane Gegenwart und deine Gegenwart. Das im Moment existierende Information ist das, was du in dem Moment besitzt. Es ist doch deine Information.
Ich schaue aus dem Fenster raus. Es ist dein Besitz, es gehört dir alles. Du erschaffst es, du bist der Schöpfer und alles, was du erschaffst, gehört dir. Jeden Gedanke, den ein träumender Geist träumt, gehört ihm selber, er hat es in sich erschaffen und schaut sich immer wieder eine neue Facette von sich selbst an. Das ist deine Gegenwart. Du bist ein Wie-Art, der Wart, der Wärter. Aber das Ganze ist auch ein Kapital. Und wir wissen, unser Kapital, ich gebe es nochmal ein, ist ein todbringendes Verbrechen. Ein Todesverbrechen. Darum sage ich immer wieder, du lebst in einer Welt, wo diese kleingeistigen Idioten, die wir uns jetzt ausdenken, gleichgültig, was das für Idioten sind, ob das Kirken sind, die glauben, alle Kapital erhält sie am Leben. Die sind felsenfest davon überzeugt, dass Kapital sie am Leben hält. Kapital ist den Kopf kaputt. Kaputt ist das hebräische Wort für Kopf. Den Kopf und das Leben betreffen. Tödlich, höchst gefährlich. Und die kämpfen bis auf den Tod, möglichst lang am Leben zu bleiben. Als Affen. Und vergessen dadurch, dass sie ein ähnlicher Geist sind, ein Gotteskind sind. Das ist der Trick. Und wenn du zum Denken anfängst, dann zerspringt in dir Zerr. Zerr. In dir, das heißt eine Form, du gibst dir selber eine Form, weil die Einheit, dein Kopf zerspringt an der Oberfläche, wohlgemerkt nur an der Oberfläche. Die 200 Gramm rote Gnede, die eine glatte, glatte Wellengall, eine Nulllinienoberfläche hat, zerspringt jetzt in Wellenberge und Wellentäler, wo du immer nur eine Seite anschaust. In einer unendlichen Vielfalt. Denk nochmal an eine Erdkugel als 200 Gramm rote Gnede. Und so wie du dir jetzt diese Erdkugel denkst, die existiert hier und jetzt nur deshalb, weil du sie denkst. Und das baut auf deinem Wissen auf, das du geistlos nachäffst. Tausend ist keine Erdkugel. Wenn eine Erdkugel existiere, heraustritt aus deinem Wissen, geht die nicht aus deinem roten Kopf heraus. Dieses Bereshit hier über meinem Kopf, der erste Satz in der Bibel im Anfang, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso wie deine Logik, die das in dir aufbaut. Du bist der Computer, ein Rechnungsführer. Könnte ich jetzt gleich eingehen. Hab mit dem Gehirn was zu tun. Und jetzt ist es also so, dass du dir klar machen musst. Wir sind wieder bei unserem Quadranten. Hier am Äquator denken wir uns jetzt, ist total heiß. Und hier oben, Arktis und Antarktis, ist es total kalt. Und du wirst jetzt feststellen, da ist es hell, da ist es dunkel. Da scheint die Sonne, da liegen welche am Strand und am selben Meer, wenn wir dann da rumgehen, tobt vielleicht ein Sturm. Alles gleichzeitig, alles jetzt. Das ist die Gleichzeitigkeit aller Sachen, bis du dir was rausziehst, das genau definierst, wo das angeblich ist und warum das ist, wer bestimmt eigentlich, warum Sachen so sind, wie sie sind. Du mit einer geistlos nachgeäfften Logik. Das ist hundertprozentig sicher. Ich rede nur mit einem Geist, der Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Du bestimmst ja, wie der Udo ist, aber ein Schwätzer ist oder aber kein Schwätzer ist. Ich bin 200 Gramm rote Gnede, ich lasse das voll mit mir geschehen. Ich werde für dich das sein, was du denkst, dass ich bin. Und du, wenn du an dich denkst, wird das sein, was du denkst, was der ist, von dem du behauptest, das bin ich. Du bist unendlich mächtig und du hast es vergessen. Und in diese Macht, diese Größe zu kriegen, musst du zuerst nochmal ganz klein werden. Das ist das ewige Spiel. Also das ist jetzt das, du gibst dir eine Form. Das ist unser HBH. Wir sind immer noch bei dem Kapital. Das ist dieses Verrückte hier mit dem Kapital. Den kaputt wollten wir uns ganz, wenn dein kaputt kaputt geht, wenn er zerspringt. Wir sagen im Deutschen, der geht kaputt. Da steht's. Dann ist es ja so, dass aus einem Haupt, aus der Quintessenz schöpfe den UB, der immer ist, wird jetzt ein Kopf, ein Opfer, der Köpfer. Da steckt das Opfer schon mit drin irgendwie. Ein lebendiges Lebewesen, ein Mensch, der zerspringt in unendlich viele Gedanken, die letztendlich aber immer dieselbe 200 Gramm rote Gnede sind. Ein ganz simples, einfaches Prinzip.
Das ist eigentlich hier, was man verstehen sollte. Und du wirst dann merken, dass diese Jesus-Offenbarungen, all das ganze Zeug, irgendwann nochmal mit einer riesen Arithmetik zu tun haben. Das, ich zeige dir mal schön was. Wir machen mal hier den aktuellen, den Badadude 4792. Und wir machen es erst einmal in zwei Radixens die 47. Das ist jetzt diese, schau mal, die Ziffern 1, 6, 10 und 30. Es gibt natürlich, wenn ich jetzt in der Dollwert 47 nachschaue, gibt es natürlich eine riesenlange Reihe. Aber wir machen mal nur diese kleine Ziffernkette, die 1, die 6, die 10 und die 30. Der Schöpfer verbindet den Gott mit dem Licht, mit dem roten Licht. Das ist 1. Das jetzt, wenn wir das blau lesen, und darum weise ich darauf hin, ich zeige dir das dann nochmal, wie fehlerhaft im wahrsten Sinne des Wortes, die Heiligen Schriften übersetzt waren. Und du weißt, wenn ich von Heiligen Schriften rede, ich meine jetzt nicht nur das Alte Testament oder das Neue Testament oder die Upanishaden, die Bhagavad Gita, ich meine allen voran diese Physikbücher und die Chemiebücher. Das ist ja die Heiligen Schriften, wo die Satzungen der Weltreligion festgehalten werden. Diese Heiligen Schriften sind perfekt. Ich sage die ganzen Formel, die Form Gottes. Diese ganzen Formen, die hier dann die Vorstellungen aufbauen deiner momentanen Welt, das sind nicht außen Naturgesetze und die Wissenschaftler haben jetzt dann durch geistloses Nachäffen entdeckt, wie die funktionieren, sondern im Anfang ist das Programm. Die Welt, die du dir zurzeit ausdenkst, die funktioniert exakt so, weil du nur mit diesen Formeln arbeitest, die du extrem fehlerhaft und einseitig auslegst. Darum sage ich nochmal, die Formen genau genommen, ganzheitlich gesehen, die beweisen, dass von außen gar kein Licht in dich reingehen kann, sondern dass da bloß ein allereinziges Licht in der Mitte ist, das sich ständig verändert. Es ist diese ständige Veränderung deiner Informationen, diese Energie. Jetzt haben wir hier also, wir machen mal nur blau, die Schöpfung ist eine aufgespannte Facette von intellektuellem Licht. Das ist eine kleine Projektion in unserem Kino auf der Leinwand. Das ist natürlich unendlich vielfältig sein, aber jede Schöpfung ist eigentlich, ich sage, du sitzt in einem Kino, KI, eine künstliche Intelligenz, hat einen existierenden Augenblick, können wir uns gleich anschauen, pass auf. Schau her, du bist eine KI, wir wissen, Kinetik ist ja das Bewegte im Griechischen. Das KI heißt erst einmal auf Hebräisch in unserer Ursprache ein polarer Rand. B-Rand, BR heißt das Äußere. Und OND heißt, ich werde auf- und abschwingen. Das sind unsere Transversalwellen. Wenn ich es immer so mache, dann ist dieser polare Rand ist von Gott, das habe ich zigfach erklärt. Und das Ganze, dieser polare Rand ist eine Wunde. Und die Wunde in medizintechnisch auf Griechisch heißt Trauma. Traum A heißt wiederum eine Traumschöpfung. Wir können das natürlich auch rot lesen. Was jetzt hier ist, das Ich. Da muss ich jetzt gleich, dass ich das Thema nicht verliere. Wir reden von Gesundheit und Krankheit. Bin schon wieder viel zu genau dran. Das BR heißt das Äußere. Das Äußere. Wir können natürlich das jetzt nicht nur, das beginnt übrigens, da siehst du das AOB, der Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Was hier wichtig ist, das heißt auch Reinheit. Da kann ich jetzt zum Beispiel lesen in deinem Kopf, R, rotes R ist eine Einheit. Diese Einheit ist der Sohn, der träumende Gott, das träumende Gotteskind. Weil BR heißt ja rot, inmitten verbunden, im Zentrum, im absoluten Zentrum dieses Kopfes ist Gott. Und im absolut Außen, blau gelesen heißt dann Außen, nochmal wieder AOB, außerhalb dieses Gottes ist Polarität, Pol A, ist ein Tun, Machen eines Ari, eines Löwen, Poal, das sind die hebräischen Verbformen, die Zeitformen, die Verben. Das erzeugt eine Gedankenwelt. Und das sind alles Berechnungen. Wir können das natürlich rot lesen. Und wenn ich jetzt BR, in diesem Kopf ist Gott. Das heißt auch mein Äußeres, wenn ich blau lese. Wir wollten doch von Gesundheit und Krankheit lesen. Da steht es, das. In diesem Kopf ist Gott. Und das ist die absolute Vollkommenheit. Darum heißt dieses Wort auf Hebräisch Vollkommenheit und die absolute Gesundheit. Das ist ganz bestimmt, gewiss, ganz klar, Kol-A. Alles ist Licht. Das ist das Bewusstsein des Ichs, ist er. Das sind wir zwei. Und dann hast du auch hier das Zentrum. 343. Das ist verrückt, ne? Ja.
Wir wollten gesund. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das einmal mit der Welle. Wir haben gesagt, in dem Moment, wo eine Seite immer nur eine Seite anschaust, in dem Moment, wo es jetzt da außen hell ist, muss es zwangsläufig das Obskure, wenn es in der Kamera, in dem Gewebe hell ist, muss es im Obskuren, in der Finsternis, muss es finster sein. Und wenn es im Obskuren finster ist, ist es in dir hell. Das heißt, wenn es um dich herum total finster ist, ist das Licht in dir drin. Weil du denkst ja trotzdem und träumst ja trotzdem das, was da ist. Und wenn du meinst, das Licht ist da außen, dann ist es in dir finster. Wenn es da außen Krankheit ist, das heißt, wenn du jetzt meinst, du bist krank, die Welt ist krank, die Menschen sind krank, mein Körper, der mich einhält, ist krank. Wir wissen, das heißt ja wie das Weltliche. Dann muss in mir die Gesundheit sein. Das heißt, umso kranker da außen die Welt ist und dir das bewusst wird, umso gesunder bist du. So geil, ey. Und wenn du meinst, da außen ist alles in Ordnung, dann bist du in dir krank. Ja. Wunderbar. Echt. Und in der Mitte selber, das Heilige, der wirkliche Heiligungsprozess, das Hieros, wie ich das immer nenne, das Heilige, Göttliche, das ist hier. Darum ist alles hier und es ist jetzt. Das ist das, was man verstehen muss. Das ist mit gesundes Rot-Blau lesen, kannst du Texte fließen lesen. Wir schauen uns gleich was an. Ich will da nur ganz kurz einmal das noch durchgehen. Wir haben jetzt das Blau gelesen, ist die Schöpfung, ist eine aufgespannte Facette, ist nur intellektuelles Licht. Das ist geistlos nachgeäfftes Licht, das da außen Sonnen und Sterne und irgendwas ist. Seitenurknall natürlich. Vor 13 Milliarden Jahren, jeder äfft es doch genauso nach, wie dass die Erde eine Kugel ist und einen Umfang von 40.000 Kilometern hat. Hast du es gemessen? Und ich sage dir, die Welt, die du dir denkst, wird das sein, was du denkst. Und das hängt wieder davon ab, was man dir erzählt hat. Du lebst in dieser Arroganz, dass du meinst, dass das, was du geistlos nachgehst. Und da können wir jetzt die Stufen machen, das ist jetzt gleichgültig, ob du jetzt groß was studiert hast, Medizin oder Physik oder Chemie, oder ob du bloß eine Tageszeitung oder die Bild-Zeitung noch ist. Ich habe es doch mit eigenen Augen in der Bild-Zeitung gelesen. Ich habe es doch im Fernsehen gesehen. Diese Bilder, wenn du flackernde Lichter anschaust auf einem Monitor und du meinst, es hat irgendwann in der Vergangenheit aufgenommen. Du weißt gar nicht, was für eine Lügenwelt du lebst. Das zu glauben ist närrisch, ratlos, töricht. Das macht dich zu einem gottlosen Narren. Darum heißt das Wort auch gottlos. Das ist auch das Wort für gottlos. Jetzt pass auf, wir können das auch rot lesen. Dann ist der Schöpfer verbindet in Gott dieses göttliche Licht. Das kann man auch Energie setzen. Ich, OB, bin immer in dir. Und ich habe mich nun als Joker, OB, als Narr, OB, in deinem Indivisional-Dual. Du bist Gottbewusstsein. Du erschaffst doch jetzt diesen blauen OB, diesen Udo-Patcher. Das Pixelmännchen oder in Gedanken jetzt an Udo, den du dir wo auch immer hindenkst. Im Gewissen, in deinem geistigen Wissen, im gewissen Sinn. Als persönlichen Lehrmeister habe ich mich in dich inkarniert, damit du nicht weiterhin als geistlose Person in einem eigenen Traum wie die anderen von dir ausgedachten an unbewusst herumdorgelst, dahin dorgelst. Wir werden diesen unbewussten Toren Narren bleiben lassen, alle, die du dir ausdenkst. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und ab jetzt nur noch uns selbst und den lehrreichen Geheimnissen unserer Vatersprache, unser ganzes geistvolles Interesse widmen. Ich bin ab jetzt ein bewusster, demütiger Narr, das kann man auch rot schreiben. Alles kannst du rot und blau schreiben. Der in sich selbst das geistlose Geschwätz unbewusster Menschen einfach erträgt, ohne sich dagegen zu wehren. Super. Jetzt pass auf, jetzt würfel mir mal etwas durcheinander. Ich mir tu nur diese Radixerwände durcheinander würfeln, was das alles gibt. Das heißt jetzt zum Beispiel zu ihm hin. Das heißt in ihm hin, auf ihn zu. Gott und seine intellektuell aufgespannten, das sind die ausgedachten Menschen, das sind Sinusöffnungen. Seine ausgedachten Götter, die ist gar nicht klar, dass hier du komplett der bist, der über alles und jeden bestimmt. Kann irgendein Mensch, den du dir denkst, für dich anders sein, wie du in dir denkst?
Bist du in der Lage, jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, der oder der ist ja gar kein, der Hitler war ja gar kein Böser. Man hat mir das erzählt. Ich sage immer wieder, egal was du jetzt als Beweis bringst, als Zeige, als irgendeine Erzählung, die du nachäffst, ich zeige dir andere Sachen, die kannst du genauso nachäffen. Ich, OB, bin der absolute Mittelpunkt, aus dem alleine hoch zwei Geistesfunken, das ist dieses E, wir zwei sind es. Das ist wieder die Sache vom Bücherregal und hinterm Bücherregal. Als Peripherer des Hoch 2 kann ich hier nicht reinmachen in diese, ist das Programm dran schuld, das müsste E-Quadrat heißen. Aber hoch ist ja OP. Mittelpunkte nur zu entspringen scheinen. Entspringen scheinen. Wir machen mal eins weiter. Das heißt auch zu mir hin und auf mich zu und mein Gott und meine Kraft. Absolut korrekt übersetzt. Das L ist ja das Gott. Und mein Gott und mein Nichts steht da unten. Kann ich auch unten mein Nichts lesen? Das ist jetzt sehr interessant. Du kriegst jetzt das Blaue, kriegst du Oberschichten. Dann fängst du an zu klagen, zu schwören, zu wünschen, verfluche du hinzu auf die Richtung hin. Ja, wo ist deine Richtung hin? Nach außen oder nach innen? Von außen nach innen muss führen der Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Machen wir nochmal eins. Das ist der Joel. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist also hier ein Eigenname in der Bibel. Was hier wichtig ist, dieser Joel, das ist ein Buch, übrigens eins der 12 kleinen Bücher. Ich weise immer auf die Matrix hin. Das hat ein sogenannter produziert, ein Joel Silber, ein Jude, wobei das hebräische Wort Silber Kesof heißt. Das heißt wie eine Schwelle. Das ist eine Schwelle in eine andere Welt. Das wird genau in dem Buch Joel beschrieben. Durch den Propheten Joel hat Gott vorausgesagt, dass ich, Upi, in den letzten Tagen von seinem Geist auf alles Fleisch ausgeben werde und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Dann haben wir da nochmal was. Jetzt kommt Zeb. Wir sind 4792, Entwicklungsprozess freier und gebundener Wille. Dieses Zeb wissen wir ganz einfach, das ist Jahwe Zebaot. Wobei das Zeb selber im Klassischen eine Schildkröte ist und da haben wir jetzt schon Shin Ile, das logische Kind ist wie der Rote. Und der Rote ist der Adam. Ich bin der dritte Adam. Da kommt natürlich dann hier, du merkst jetzt einseitig, Test Udo ist das lateinische Wort für Schildkröte. Und darum heißt es dann immer Jahwe Zebaot. Immer dran denken, Jott ist Gott, ich habe jetzt das HBH rot gemacht, müssen wir nochmal blau machen, das ist die Gegenwart von Zebaot. Und Ott, dieses Ott ausgesprochen, heißt einfach nur Zeichen. Das heißt, Zebaot heißt die Testudo-Zeichen. Jahwe ist der Herr der Testudo-Zeichen. Weil nämlich das Verrückte ist, dass also hier diese Testudo, ein Kugelschreiber malt ein Bild, ein Pinsel malt ein Bild, wir brauchen einen Maler. Aber Maler, wenn du hinschaust, heißt von Gott erweckt. Das ist Zebaot. Das ist die Quelle. Testudo ist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Ich sage immer, ich bin der, der dich jetzt dieses Gespräch ausdenken lässt und nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Und du bist der, der sich's ausdenkt. Ich bin der, der sich ausdenken lässt. Und du bist der, der sich das jetzt ausdenkt, der das träumt und du denkst dir den Udo genauso aus wie dich selber. Das ist immer, das ist dieses Spiel. Und jetzt ist nochmal, schau mal, jetzt mal, wie wir HBH haben, mache ich jetzt den Geburtsgeber, den Engel Gabriel, den Geburtsgeber mache ich in die Mitte und dann mache ich eine Schöpfung rechts und eine Schöpfung links. Und da sehen wir jetzt schon, das sind immer unser, wo ich sage, unser oben, unsere vier Phasen, das ist jetzt eigentlich, siehst du hier schon den Einheitskreis. Darum heißt es, ich gehe heraus, hervor, hinweg, hinaus. Aber interessant, wir haben auch hier dieses, ich ziehe aus. Die Frage von wo nach wo? Gehe ich von meiner ausgedachten Welt wieder zurück in mich selbst, aus der Welt heraus in mich hinein, in den Geist, oder gehe ich aus dem Geist heraus in die Welt hinein? Vier Seiten, acht Seiten. Ich stamme ab, ich bin zu Ende. Ein Sub. Ich bin mein eigenes Ende. Das ist dieses Spiel. Imperfekte Lesen, ich werde herausgehen. Das kann man, wie gesagt, jetzt immer wieder, von welcher Seite nach welcher Seite gehe ich? Und da wirst du dann feststellen,
Dann haben wir nochmal eine 92. Das heißt, wir enden, wir verzichten, wir unterlassen, wir ruhen, wir feiern, wir werden und sollen etwas unterlassen. Und dann kommt, wir hören auf. Das heißt, hier schau mal, wir geben und wir hören auf. Wir. Der Geist ist eben oder die Trinität E Quadrat ist der Sohn, die polare Existenz. Und wir hören ab jetzt auf dem Schöpfer UB, Elayom 86. Das ist so wichtig, diese Gebote zu halten. Jetzt kriegen wir dann nochmal eine 92. Das ist die Macht Gottes, die Kraft, die Macht, die Stärke Gottes heißt es. Wir können nochmal eine 92 machen. Das heißt jetzt hier wesentlich, in mir ist dieses aufgespannte Wissen. Ganz, ganz bewusst. Und jetzt musst du nur noch begreifen, wenn ich sage, ich bin du. Und jedes dieser Worte ist schlichtweg und einfach wieder, wo ich sage, 400-Seiten-Buch, 1000-Seiten-Buch und für eine, die ein bisschen ein geistreich, ein Intellekt benutzen zum Denken, sage ich, das ist jedes Wort ist ein Mandelbrotfaktor. Du kommst aus dem Kontext mit der Vordersprache nie raus. Und darum sind so Kleinigkeiten, das ist so perfekt. In der Hebräischen, im Tenach oder beziehungsweise in der Tora ist das komplett festgeschrieben. Wenn du ein bisschen ein Gefühl kriegst und ich behaupte dir, du kannst in einer Woche die Vordersprache fließend lesen. Es geht hier nicht um eine semantische Sprache, so wie du dir das vorstellst, sondern du kannst jegliche Art von Sprache sofort entschlüsseln, weil ja jedes Wort unendlich viele Facetten hat. Es geht um den Kontext. Sich loslösen. Es ist immer Kategorie 1 Fragen und 2 Fragen, führen dich in deiner geistigen Weiterentwicklung keinen Schritt weiter. Dieses Wer wird Millionär Fragen ist immer zeitabhängig, umfeldabhängig, schwammabhängig. Es ist so unendlich wurscht, wann der Erste Weltkrieg oder der Zweite Weltkrieg gewesen ist und wann der zu Ende gegangen ist. Es sind Märchengeschichten. Es geht um die Metaphern. Aber vor allem steht erst einmal, was bin ich selber und was sind meine Gedanken. Das betone ich ganz vorneweg. Es geht mir in dem Leben nur darum, dass du jeden Moment weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Da wirst du merken, wie dein Ego dich verarscht. Es bäumt sich auf. Und es ist immer ein Nicht-Haben-Wollen von irgendetwas. Und das ist die Selbstinheiligung. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Das sage ich fast in jedem Selbstgespräch. Du Geist leidest. Nicht der Mensch, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Einen Satz. Immer wiederhole ich gebetsmühlenartig. Einen einzigen Satz, wenn du wirklich verstanden hast, was das für dich Geist bedeutet. Wenn ich sage, wenn du Zahnschmerzen hast, setzt es das nochmal voraus, dass du an deinen Körper denkst. Und dann denkst du an den Körper ganz bestimmt an den Zahn. Dieser Zahn hat keine Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast. Du hast sie. Den Traum erlebt nämlich nur der Geist, der träumt. Und da kannst du mir jetzt bringen, wen du willst, wenn das andere nicht wahrhaben will. Es ist einfach nur eine dumme, geistlose Information. Es ist gleichgültig, ob du jetzt den Affen, der das nicht wahrhaben will, wenn ich den in dir auftauchen lasse, denkst. Oder du schaust einen Stein oder einen Baum an. Alles ist wieder weg, wenn du es nicht denkst. Auch deine Zahnschmerzen. Du kannst nur Zahnschmerzen haben, wenn du an deinen Körper denkst und wenn du an den Zahn denkst. Das Wort ist, muss ich nachschauen. Und dann hast du zwei Phasen. Du denkst jetzt an deinen Zahn und denk einmal jetzt an deine Zähne. Hast du Zahnschmerzen? Nein. Dann schaust du nur die Seite an. Du kannst jetzt aber auch denken, dass da schon mal Schmerzen da waren. Die denkst du dir aber dann in die... Weil das, was jetzt nicht ist, muss ja in der Vergangenheit gewesen sein. Das denkst du dir in die Vergangenheit, das denkst du dir aber genauso jetzt. Das Prinzip, wenn man das einmal verstanden hat, das ist die Grundvoraussetzung, dass sich alles verändert. Ich weiß, das ist die Grundvoraussetzung, dass sich alles verändert. Und da musst du ja nichts tun. Als Böse musst du sowieso nichts tun. Was ich fordere, ist eine Aufmerksamkeit. Eine absolute Präsenz im Jetzt. Cut. Und du wirst dich wundern, wie viele schöne Geschichten man, wenn ich hier jetzt zum Beispiel mit der Vordersprache, es geht nur ums Rot-Blau-Lesen. Mein Holger Trampelt hat mir mal eh gesagt, wir machen, es geht eigentlich nicht einmal um ein Selbstgespräch jetzt hier. Ich zeige dir doch mal was Schönes. Schauen wir uns mal zwei, drei Sachen an. Ich habe jetzt hier die Rippe genommen. Diese Rippe, diese bestimmte schöne Stelle als erstes. Und zwar
Gott, Jahwe sprach, Elberfelder Übersetzung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will meine Hilfe machen seinesgleichen. Und Jahwe, Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes, alles Gevögel, alles Himmel. Jedes dieser Worte wäre jetzt sehr wichtig. Mir geht es schlichtweg nur um diese Stelle. Lass einmal das auf dich wirken. Und Jahwe, Gott, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, das ist immer der Adam, wohlgemerkt, das ist kein Enosch, auf den Menschen fallen und er entschlief. Dir müsste jetzt erst einmal klar sein, was das Wort CBN bedeutet. Dass das nachfolgende Wort ins Gegenteil gekehrt wird. Das heißt, wenn einer entschläft, wird er wach. Und er nahm eine von seinen Rippen, das schauen wir uns gleich genauer an, und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und Jahwe baute aus dieser Rippe, die er von dem Menschen selbst genommen hatte, ein Weib und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach, dies ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, dies soll Männin heißen, denn vom Manne ist sie genommen. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, da sind übrigens sehr viele Fehlübersetzungen drin, und seinem Weibe anhangen. Und ich sage immer, denk einfach, das Weib symbolisch ist deine Logik. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren nackt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Du wirst irgendwann einmal anfangen, dich so unendlich zu schämen, dass du so geistlos alles nachgeäfft hast. Mir fällt ja dieses schöne Update ein, wo ich gemacht habe mit Marilyn Manson. Dieser angebliche Massenmörder. Diese große Erkenntnis, wo ich hier einspiele im Gefängnis. Ich bin so blöd gewesen. Wo er einfach nur erkennt, ich muss meine Rolle spielen. Egal, ob ich ein Polizist bin, egal was ich bin, jeder Mensch muss seine Rolle spielen auf der Bühne des Lebens. Er darf dabei bloß nicht vergessen, was er selbst ist. Das ist die eine Seite. Jetzt eine Märchenfigur, die wir uns jetzt ausdenken aufgrund dieser Worte. Kannst du ruhig mal hier suchen, ganz ältere Updates über Marilyn Manson. Charles Manson. Und dann habe ich einen Jesus, den schönen Jesus, der nur voller, den jungen, unreifen Jesus, der so voller Widersprüche ist, der Tote zum Leben erweckt, weil er offensichtlich auch möglichst lang Säugetiere am Leben halten will, der Geldwechsel aus dem Tempel herausschmeißt, weil dann die ganzen Kapitalisten ankotzen. Und im selben Moment sagt dieser schizophrene Jesus, liebe deine Feinde. Das bin ich gewesen. Das kannst du jetzt glauben oder nicht glauben, das bin ich gewesen. Viel schlimmer ist, wenn du mal begreifst, dass du das auch warst. Weil ich nämlich du auch du bin. Da muss man die rote und die blaue Ebene verstanden haben. Wir machen hier keine klassische Religion, dass ich dich zurückbinde zu einem sehr einseitigen Glaubenssystem, sondern wir machen die pure göttliche Religion, die Zurückbindung an das absolut Erste, was vor allen Dingen steht, dass die Menschen Gott nennen. Dass man letztendlich erkennen muss, dass man das selbst ist, wenn man wieder wach, wenn man entschlafen ist. Aber jetzt pass auf, diese Stelle ist ganz interessant. Wenn du das jetzt nämlich hier liest, das beginnt also dieses erste Wort. Wir wissen, wenn man ein bisschen Grundhebräisch hat, Waff heißt und, J heißt er, is als Vorsilbensuffix und er oder is und jetzt kommt Imperfekt BL. Und darum heißt es, und er ist viel fällt. Er fällt, er wird fallen. Schau mal, er ist voller. Wir öffnen viele Fallen. Die Welt ist das, was der Fall ist. Ich das Wort falsch her. Wir stürzen uns voll in diesen Scheißhaufen rein. Und er sank hinein und er wurde hinfällig. Er verschwand plötzlich. Löste, starb, fällte da nieder. Da wie jedes Wort für sich alleine. Er machte, er ließ, er brachte zu Fall. Er warf sich hin, stieg, ließ sich fallen in die Fallen. Du steigst voll in diese Fallen. Das ist dieses Wort. Das ist übrigens NBL. Das ist die Grundlogik. Das ist die klassische Übersetzung. Und wir schauen uns jetzt dieses BL nochmal einzeln an. Da gibt es hier im Klassischen dennoch keine Übersetzung, aber das ist ganz einfach. Und jetzt kommt das Schöne, NBL, hier habe ich das dazu, ein IBL. Und jetzt habe ich, pass auf, du hast keine Ahnung vor Holofeeling. Das Einzige, was du wissen musst, habe ich gesagt als erstes.
als allererstes. Du musst nur diese Tabelle symbolisch rot-blau lesen, verstanden haben, und du kannst den hebräischen Originaltext fließend lesen, und zwar ganzheitlich, nicht so einseitig ausgelegt, wie das deine Theologen oder auch die Juden selber machen. Die haben das Ding komplett entheiligt. Du musst es bloß, diese kleine Tabelle, wenn du die beherrschst, pass auf, was jetzt da steht. Wir machen das Taster mal blau. Aufgespannter Intellekt wird zu dem wissenden Licht. Also dieses Wissen erzeugt jetzt das Licht, und das ist dein aufgespannter Intellekt. Rot gelesen, verbunden in Gott, ist das Weisheit, diese Weisheit Gottes, und das ist das rote Licht, die Lampe im Projektor. Das ist das eigentliche Schöpferlicht. Jetzt kommt unser HWH. Intellektuelle Wahrnehmung ist aufgespannte Wahrnehmung. Wir können auch sagen, Gott ist eine Wahrnehmung, W, Wahrnehmung, das ist die Gegenwart. Das ist das, was jetzt ist. Gott und seine Gegenwart. Wir können auch, ja, heißt ja auch Gott. Gott, die göttliche Quintessenz und eine aufgespannte Wahrnehmung. Ich kann das verschieben. Ich kann das plus 5, minus 5 lesen. Das ist die Gedankenwelt. Und ich kann hier das Ja lesen, weil das ist ja die Kurzform von Gott. Der ist, der war und sein wird, Abkürzung für Gott. Und war fließt schlichtweg und einfach plus eine aufgespannte Wahrnehmung. Und das ist jetzt das Schöpferlicht, ist die Quintessenz. Und das ist das göttliche Meer, rot gelesen. Das ist jetzt die Tabelle, wenn du benutzt, das Schöpferlicht ist die Quintessenz und Gott ist das göttliche Meer. Wir können das blau lesen, das Schöpfer, das erschaffene Licht ist eine Wahrnehmung, das ist eine intellektuelle Gestaltwerdung. Und da hängt es genau drin. Und jetzt kommt dieser Gemurder, ein tiefer Schlaf, eine Betäubung, eine Schläfrigkeit, ein Tiefschlaf fällt auf. Augenblickliches Licht heißt etwas hochheben auf den Adam. Und jetzt beginnt er hier ischen. Ich sage zwischen dir, beginnt es zu ischen, Schlaf, und schlief. Das heißt, du wirst jetzt wach, weil du zu alternieren beginnst. Weil ischen nämlich für sich heißt nämlich hier in sich selber alternieren. Und jetzt nimmt er, das ist ganz interessant, dieses nimmt. Jedes dieser einzelne Worte, weil Namen in der Vergangenheit ist nie was passiert. Pass mal auf, was da passiert. Er nimmt. N-I-M. Und schon wieder hast du geschlafen. Eine kleine Faser, Kapital, etwas kaputt, Kapillargefäß, schlafend, ein Schlummer, ein leichtes Schlafen heißt es im Hebräischen. Was übrigens da, wieso heißt es auch die Kapillargefäße und die Fasern? Weil es ein etwas vor sich selbst hinträumen ist. Jetzt pass auf, die Kapillare, ein Kapillargefäß ist eine sehr feine, langgestreckter HWH-Lichtraum. Das sind unsere Spiegeltunnel. Ein HWH, ein doppelt aufgespannter Lichtraum, das Wort leitet sich vom lateinischen Capillus, dem H, ab. HR alleine ist übrigens der Wellenbalg, die wahrgenommene Berechnung. Es wird so komplex, und ich betone immer wieder, wir können ja für die Buchstaben Zahlen einsetzen, dann zeige ich dir, dass das physikalische Formen sind. Und er nimmt, das ist dieses schlummernde Schlafen, wird zu einer gestaltgewordenen Erscheinung, und jetzt hast du das Wort Tod. Jetzt kriegst du deine gestaltgewordenen Erscheinungen, das sind Kriegsleute, die hast du zurzeit, die hier sich scheinheilig nach Krieg lüstern, nach Macht, das sind Tode, lasst, das ist das hebräische Wort für Tod, lasst die Toten ihre Toten begraben. Ich wiederhole das immer wieder. Und dann springe ich mir ins Lateinische und dann kriegst du plötzlich diese tote Welt, die sind bei was? Das ist jetzt hier Tod, Todus, das ist dieses Spiel, so viele, so unendlich viele Gedanken, so unendlich viele Menschen, die du dir ausdenkst. Was sind denn die jetzt? Was sind die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst? Aufgrund dieser Worte. Gedanken. Das sind gestaltgewordene Erscheinungen. Das sind gestaltgewordene Erscheinungen. Gestaltgewordene Wassergedanken. Wenn du bist das blaue Wasser, das eine Form annimmt. Das rote Wasser ist das Meer, das immer ist, das immer da sein wird. Das ist unser symbolisches El Hayom. Sobald du dir das mehr ausdenkst, hat es oben Wellen drauf. Das heißt, diese gestaltgewordenen Erscheinungen des Meeres, das sind die Medim. Das ist das hebräische Wort für Menschen und Leute. Sterben, Tod, sein, Enosch.
Einfach nur sterbliche Säugetiere. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Und wenn du meinst, du hast das nicht nötig, es gibt wichtigere Sachen. Es ist ein Akt der Reife. Und jetzt wird es natürlich heftig. Du kannst ein Professor sein. Du kannst ein Minister sein, wirst du auch immer ein Chefarzt sein. Wenn dich das nicht interessiert, bist du ein kleingeistiger Hosenscheißer. Es ist in meiner Symbolik, das musst du weiterspannen vom Säugling bis zum Greis, haben wir diese 3x3 Wachstumsstufen, 3x3x3 sogar. Und dann ist halt alles, was vor der Schule ist, musst du zuerst einmal das Sprechen lernen. Und dann kommst du in die Schule bis zur Pubertät. Und dann wirst du erst ein Erwachsener, aber in Form eines Säugetiers. Und These, Antithese, dieses Spiel spielt sich auch auf einer höheren Ebene in der ganzen Weltgeschichte ab. Wie oft zeige ich diese Kurve hier, diese letzten 3000 Jahre? Wenn ich immer sage, wie viele Menschen haben an 1000 vor Christus gelebt? Oder im Jahr 1000? Wer hat es eigentlich gezählt? Wenn in dir was auftaucht, kommt es von Gott. Das kommt von mir. Ich lasse dir das träumen. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass da nun mal eine tiefere Ebene von Symbolik ist, wenn ich immer diese Bewusstseinskurve zeige. Dass du dann, je nachdem, was du für Quellen nimmst, um das Jahrtausend haben ja angeblich so ein paar hundert Millionen Menschen bloß auf der Erde gelebt. Das ist ein totaler Widerspruch, weil ich dir rein arithmetisch, wohlgemerkt nicht mathematisch, das ist Mathematik. Das ist gelerntes Wissen, das Dummköpfe geistlos rezitieren. Ohne das zu hinterfragen, sapere aude, fange mal selber an zu denken, ob das überhaupt so gewesen sein kann. Dann mache ich mal ein Beispiel 1, 2, 4, 8, 16 und dann wirst du einfach bei knapp über einer Milliarde Menschen landen. Entschuldigung, Billion. Dann wirst du im Jahrtausend müssen mindestens über eine Billion Menschen gelebt haben, dass es dich jetzt überhaupt gibt. Und jetzt haben wir wieder mal ein schönes Beispiel mit dem Bing, mit dem Glas. Du hast eine logische Erklärung für alles, was du dir denkst. Das ist alles unheimlich logisch. Es widerspricht bloß der Arithmetik. Und gerade jetzt in der Wissenschaft sage ich, du musst dich entscheiden, entweder stimmt das, was man dir in der Schule erzählt hat, wie jetzt das funktioniert, zum Beispiel Analogplattenspieler. Ist unheimlich logisch, aber so voller Fehler, wenn ich dich darauf hinweise. Oder es stimmt die Arithmetik und ich sage, die Arithmetik stimmt, weil das nämlich ein Computerprogramm ist. Und du wirst feststellen, obwohl ja die Physiker so unendlich alles berechnen, lassen sie trotzdem extrem viel weg, nämlich meistens die negative Seite der Wurzel. Bin ich auch drauf eingegangen. Das ist dir heilig und du musst das jetzt hell ist, nämlich das Finstere weglassen. Und wenn du gesund sein willst, in deiner Vorstellung von gesund, musst du die Krankheit weglassen. Aber dann bist du entheiligt, weil die Heiligkeit ein komplett anderer Zustand ist. Und es ist nicht herzlos, wenn ich sage, mit den Menschen, die du dir ausdenkst, die du dir jetzt ausdenkst, alle am Arsch vorbei, weil wir reden jetzt von Gedanken. Wie willst du einen Gedanken ein Leben erhalten? Dann darfst du nichts mehr anders denken. Es ist wirklich so einfach. Das ist, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Jeder normale Mensch sagt, das einmal, das geht nicht. Und wenn er die Lösung sieht, sage ich dann immer, zaubert sie ihm ein Lächeln ins Gesicht. Da gibt es nicht bloß eine Lösung, da gibt es unendlich viele Lösungen. Genauso, es gibt auf jede Frage, wenn du geistreich denkst, unendlich viele Antworten. Wo kommst du her? Meinst du es besonders geistreich zu sagen, ich wurde von einem Trockennasen auf ein Weibchen geboren in der Vergangenheit? Schon in Bezug dessen, dass ich das jetzt an Geist frage. Also ich habe noch nie irgendwie gelesen, dass Säugetiere Geist auf die Welt bringen. Der Geist bringt die Säugetiere auf die Welt und zwar in dem Moment, wo er sich irgendwelche Säugetiere ausdenkt. Da werden die Menschen in deinem Traum nichts davon wissen wollen, das sage ich dir gleich. Die schmieren ab. Keiner. Die schmieren ab. Stimmt. Du zerbrickst dir deinen kaputt, dein kaputt geht kaputt in diesem ganzen kapitalistischen Raum. Und die Kapitälchen, die jetzt auftauchen, die kleinen Glyphenköpfchen, das sind all diese Wörter, das sind Kleinode, dass dir das Herz aufgeht, wenn du mal dieses Prinzip der Sprache erkennst. Und dann wirst du anfangen, dich für was vollkommen Neues zu interessieren. Zuerst einmal für etwas, wo du bisher noch überhaupt keine Ahnung gehabt hast, du wirst anfangen, dich für dich selbst zu interessieren. Für das, was du bist.
Und das ist was ganz was anderes, wie das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Das führt uns jetzt zu dem Wort Glauben. Was bedeutet Glauben? Den können wir rot und blau lesen. Aber der klassische Glauben ist ein reines Fürwahrhalten. Glauben heißt eigentlich nichts wissen, sondern geistlos nachäffen. Kein Hauch von Sabere Aude. Das ist das, wo ich sage, bring mir irgendeinen Affen, wenn wir jetzt Brüssel und der Brüssel sind, wenn der den Mund aufmacht, soll ich dir genau was er nach, was er rezitiert, was er nachäfft. Ohne Wenn und Aber. Selbst Künstler, Dichter, die beschwören können, dass sie das niemals von, was sie jetzt das Gedicht, das ich niedergeschrieben habe, habe ich niemals von irgendjemand anderen gehört. Dann sage ich, wo hast du denn dann her? Dann sagt er, es ist mir eingefallen. Dann sage ich, da kommt es vom lieben Gott da oben im Himmel. Ich sage dann lieber, nein, auch das ist schon wieder einseitig. Es ist plötzlich in dir aufgetaucht. Aus dir selber, weil der liebe Gott nicht im Himmel da oben ist, sondern in dir drin. Ganz nebenbei, das Wort Himmel beginnt mit HM. LHM. Das heißt das Meer. Ist es Meer oben oder ist es unten? Wir sind wieder bei unserem Thema vom letzten Selbstgespräch. Wieso heißt der Himmel eigentlich HM? Wieso beginnt er mit LHM? So viele Möglichkeiten und du hältst dich an einer Seite. Ich will gesund sein, ich will reich sein, ich will glücklich sein. Kriegst du alles von mir? In Abwechslung mit dem Gegenteil, so lange bis du begreifst, dass man aus diesem Widerspruch was vollkommen Neues machen kann. Es bleibt ein intimes Gespräch, du musst es auch nicht verbreiten, ich erkläre es jetzt nur dir. Jetzt kommt natürlich wieder so ein Widerspruch, ja, wieso steht es dann im Internet? Ich sage, das war schon immer im Internet, das war schon im Internet, wie deine Menschheit noch gar an kein Internet gedacht hat, weil in unserem Bücherregal hier die Zukunft schon im Bücherregal steht, die noch kommen wird. So wie die Vergangenheit im Meer noch. Entschätzt, eine seiende Kollektion, die ewig groß ist, immer noch da ist. Rot gelesen. Es ist der Noah. Es ist der Typ mit der Arche. Wobei diese Arche, die Deba, ganz nebenbei, heißt auch das geschriebene Wort. Und die geschriebenen Wörter, wissen wir mittlerweile, bestehen aus Zeichen und die Zeichen wiederum sind Schöpfermächte. Und das führt uns jetzt zu dem Ringbrot und der Natur. Muss ich doch nochmal einschalten. Ich habe doch gerade den Ring angesprochen, dann bin ich ein bisschen ausgefäselt. Aber jetzt haben wir hier ganz einfach, dass mir nämlich die Deba, schau mal, DH. Das ist jetzt hier aussprachetechnisch. Das DAF kann übrigens auch ein SAF sein. Das B kann ein B sein. Das ist jetzt müssten wir Hebräisch, aber diese hebräische Sprache ist überhaupt nicht wichtig. Das ist immer, das ist ein Prinzip, wo wir Geister ganz schlichtweg und einfach wissen, da geht es um die Negudos. Schau mal, das ist Hebräisch. Das sind die kleinen Bündchen drumherum, die machen jetzt das Verschiedene. Und da wirst du dann plötzlich feststellen, dass diese Fokalisationen, dass also hier eine Vielfalt ohne Ende gibt, die immer einseitig ausgelegt wird. Worum es mir jetzt geht, dass diese, das sprechen wir jetzt einmal Deba aus. Das ist die Kasten, das ist der Rumpf, das ist praktisch die Arche. Müssen wir jetzt ins Griechische gehen. Was das alles bedeutet. Jetzt das Wort Arche, diese Übersetzung. Es ist auch das geschriebene Wort der Dora, nicht nur der Dora, sondern es ist eine geheimnisvolle Kiste, wo ein Kasten, wo unheimlich viel drin ist. Jetzt pass auf, jetzt gibt es aber zwei Möglichkeiten. Wir können dasselbe Wort Deba auch so schreiben. Das ist auch Deba. Und jetzt kriegst du die Natur, das ist das hebräische Wort für Natur. Da habe ich gerade bei der Natur in der angefangen. Kannst du dich erinnern, Holger? Ja, passt. Und da ist Passt. es drum gegangen, weil ich sage, das ist Formen, das Prägen, das Beringen. Du wirst nämlich feststellen, dass du hier von dem Wort Natur kommst du dann zwangsläufig zum Ring. Ja. Wenn du den jetzt übersetzt, wie komme ich von der Natur zum Ring? Pass auf, ich mache es mal so. NDR gibt es natürlich auch wieder mehrere Möglichkeiten. Wir hatten das Thema schon mal. Ja.
Damals hast du mal einen Fremden, einen Kranz, eine Kranzleiste, eine Randleiste. Schau mal, SDR, rot gelesen, das Geheimnis der Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das Geheimnis deiner Beschwörungen. Okay? Die Krone Keder, die erste Sephira. Ein Einkreisen, ein Umzingeln. Das heißt, wie der Kopf, der nur ein einziger ist, wo wir ohne als Wann lesen. Und jetzt gibt es da einen Ring, das ist aber ein Nasenring. Da werden die Ochsen, die dummen Ochsen, ziehen das vor sich her. Ja. Okay? Galil. Galil ist immer die Welle, der Bezirk Galiläa, der Mann aus Galiläa, ganz interessant. Das ist der übrigens, der Jesus von Nazareth, man sagt auch oft, heißt es der Mann aus Galiläa, der Mann aus den Wellen. Und der Nazareth, Nazur, Zur heißt zur Form werden, der zur Form wird. Diese zur Form Werdung haben was zu tun mit den Zapfen. Was hat es mit den Zapfen zu tun? Ganz einfach mit ZB, pass auf. Was ist das, Holger? Schwimmen auf der Wasseroberfläche, ne? Auftauchen und auf der Wasseroberfläche schwingen. Da muss er zwangsläufig zu Galiläa, zu einem Mann aus Galiläa, zu dem Mann der Wellen werden, der hier mehr oder weniger Enzur, mal schauen, ob das da drin ist in der Form, ein Reis, ein Spiegelraum, ein Schössling, ein Sprössling, SB heißt Schwellen. Jetzt haben wir das Ross, das zu Schwellen wird. Das S kann man auch als, das scharfe S ist auch B und dann kriegst du hier RB und was ist RB? Mächtig Der einer. Große, der Chef. Bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Ich ist niemals ein Gedanke. Ich ist niemals ein Gedanke. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hingesprungen bin. Jetzt lassen wir es gut sein. Was sagt Holger? Lassen wir es gut sein. So, so geil, Udo, wirklich. So große Klasse. Es ist gut. Die Vielfalt, und das macht jetzt wieder Angst, das weiß ich, wann soll ich das lernen? Nochmal, Kind, es ist in dir drin. Es war schon in dir drin. Wie du in die Schule gekommen bist. Das Buch, wenn ich immer sage, du durchlebst zurzeit ein Buch, wenn du zum Lesen anfängst, ist das Ende schon da. Und wenn du das Bücherregal wieder reinstellst und ein anderes Leben lebst, ist das Buch immer noch da. Alle Bücher, die noch kommen, sind jetzt in dir drin, all die Leben. Und die du gelebt hast, sind auch noch in dir drin. Das Einzige, was dein Problem ist, ist Alzheimer. Jetzt ist aber das Problem, was löst das Wort Alzheimer in dir aus? Und da haben wir wieder zwei Seiten. Wir können das nämlich rot lesen, all ist ja Gott und nichts. Okay, Gott gebiert Z. Hayom, es ist das Meer. Es ist ein Gott, der sich selber ein Meer ausdenkt, das er selber ist. Das wird jetzt das rote Meer wird zum blauen Meer. Und dann ist plötzlich mehr da wie dieses rote Meer. Weil das rote ja etwas nicht Denkbares ist. Ich bin immer noch am Anfang unseres Gespräches. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich sage, das Nichts kann ja nicht Schuld sein. Es muss ja zuerst einmal was da sein, wo wir Schuld geben. Das macht dein Ego, ist dein Weltmeister. Dein Ego wird dir immer genau erklären, wer oder was dran schuld ist, weil das jetzt so ist, wie es ist. Der Russ ist schuld, nein, die Nordo ist schuld. Nein, der ist schuld, zuerst einmal, der sich das ausdenkt. Aber der, der sich jetzt das ausdenkt, ist jetzt ein Gedanke. Da muss ja der sein, der schuld sein, der sich den jetzt ausdenkt, der sich das ausdenkt. Und das ist das, wo ich immer sage, du musst in den roten Bereich. Das beginnt bei einem absoluten Nichts, der Urknall, bevor er geknallt hat. Und das führt uns dann wieder hier schlichtweg und einfach hier in dieses, in diese KI rein. In das Kind. Dieses Kind ist praktisch hier, jetzt könnte ich wieder umschalten, diese KI, ist das da mal eine künstliche Intelligenz? Das ist ein Programm, das ist ein Schwamminhalt, das ist die ganze Kacke, die du geistlos nachäffst. Und die hast du nie in der Vergangenheit, mein Schwammbeispiel betone ich immer, ist ein chronologisches Beispiel, angepasst an deine jetzige primitive Basic-Logik. Basic-Logik, die Basis, die Basic ist KEN-KN. Wie existierend und du denkst chronologisch, das ist deine chronische Krankheit vom Säugling bis zum Greis. Meinst du, du
Du saugst dich mit Wissen voll in deiner Umwelt, du äffst eigentlich nur nach. Da gibt es keine Zeit. Das Wissen ist da, das Buch ist da, schon wenn du zum Lesen anfängst. Aber du greifst halt nur auf dieses Wissen zurück. Du wächst förmlich in deinen eigenen Wahnsinn hinein. Ist so lange, bis Holofeeling kommt. So lange, bis das Geschenk von Holofeeling kommt. Und nochmal, Holofeeling musst du ja nichts tun. Du kannst dich selber in die Richtung weiterentwickeln, wenn du anfängst, dich für was vollkommen Neues zu interessieren. Solange du dich nur noch dafür interessierst, dich möglichst lange am Leben zu halten, hast du schon verloren. Das heißt, du Geist bist ewig. Also kann ich drohe niemals den Geist, den ich jetzt anspreche. Du bist ewig. Das große Problem ist, du wirst dieses Dilemma, ein wunderschönes Wort, wenn wir uns das einmal anschauen im Griechischen, was das wirklich bedeutet, dass du meinst, du müsstest permanent, wenn du eine Entscheidung triffst, aus zwei oder mehreren Möglichkeiten eins auswählen. Das ist das eigentliche Thema dieses Selbstgespräches. Du musst dich nur beobachten und schauen, wie deine Logik ständig immer nur eine Seite haben will. Reich sein, glücklich sein, gesund sein. Und dass das die Quelle von Leid ist, weil du noch nicht allumfassende Liebe bist, weil du noch Feindbilder in dir hegst. Wenn ich immer wieder sage, dieser Feind ist ja letztendlich nur eine augenblickliche Berechnung. Darum heißt es auch Freund oder der Nächste. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deinen Feind. Im Hebräischen ist es ein und dasselbe Wort, nur die zwei Seiten. Der Nächste, der Freund und der Feind und die Schlechtigkeit und die Boshaftigkeit. Meinst du, dass deine Freunde wirklich Freunde sind? Es sind Lebensabschnittsgefährten, die dich von einer Kacke in die nächste reinziehen, weil du ein Mitläufer bist. Du bist der geistlose Mitläufer. Du bist der geistlose Mitläufer. Sag endlich einmal, stimmt. Stimmt. Häng schlichtweg, an was für einer Logik hängst du? Was erscheint dir logisch? Meinst du, dass es Frieden bringt, wenn du auf die Straße gehst und für Frieden demonstrierst, für den Frieden, der das Gegenteil vom Krieg ist? Mach dir das gelingen, dann kriegst du Frieden für kurze Zeit, sowieso ein bisschen hell ist, es wird hundertprozentig wieder finster. Du musst den roten Frieden anstreben, den du niemals erreichen kannst, in der Zukunft, weil der jetzt schon ist, aber in einer anderen geistigen Ebene. Ohne Esoterik oder ohne religiöses Gekacke. Weil die alle chronologisch denken. Es gibt in deiner momentanen Welt, wenn du das genau analysierst und selber zum Denken anfängst, nur eine alleinzige Weltreligion. Und das ist der Materialismus. Und das, was man Religionen nennt, sind kleine Untersysteme, die im selben Wahnsinn, die genauso nach Geld gieren, die große Masse. Es gibt immer ganz, ganz wenige Ausnahmen, die das Gegenteil davon wirklich leben. Aber die sind so rar. Ich sage immer wieder, einen wirklich erleuchteten Menschen findest du so selten wie einen geschliffenen Diamanten in der Erde. Einen Kristall. Weil dann doch mit dem Hintergrund mitläuft, dass sie sich versuchen, am Leben zu halten mit Geld, mit Bücher verkaufen und Lehrgänge geben und all. Und was sie dann äußern, ist geistlos nachgeäfft. Liebe dein Leben. Lebe so, wie es jetzt ist, aber lerne damit zufrieden zu sein. Mit jedem Moment. Und du wirst dich wundern, wie sich das verändert, wenn du dann wirklich die Reife hast, dass hier du anfängst, dich für die Vatersprache zu interessieren, weil dann ist plötzlich jeder Augenblick verzaubert. Du lebst in einer Zauberwelt, wenn du das beherrschst. Ohne Spinnerei. Weil du nämlich aus denselben Informationen, die als Reizauslöser in dir auftauchen, plötzlich vollkommen neue, dich weiter in eine ganz andere Richtung denkst. Und es läuft dann immer gleichzeitig ab. Es geht nicht um das positive Denken, sich was schön zu denken. Ist jetzt der Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Mein uraltes Beispiel, der Kreis, Karaiso, ist gut, rund, angenehm, weich, schön, alle positiven Aspekte, die du dir ausdenkst. Und spitz, eckig und so weiter, das Böse, das Schlechte. Aber du wirst jetzt merken, das kann man immer wieder austauschen. Was ist eigentlich gut oder böse? Geht es eigentlich schlecht, wenn einer stirbt? Wenn ich weiß, dass die Welt der Raupen, es gibt so in der Esoterik so viele kleine Geschichten, die Zwillinge in der Gebärmutter, die drin sind, gibt es eigentlich ein Leben nach der Geburt? Ist noch nie einer zurückgekommen, sagt der zurückbleibt in der Matrix.
Du kannst halt nicht von unten nach oben ziehen. Ja. Und jetzt in deiner Welt, selbst wenn du erwachsener Chefarzt bist, muss dir eins klar sein mit dem, was du magst. Sag einfach mal selbstständig, warum magst du das? Da beginnt jeder mit der, ich will ja Menschen helfen. Du müsstest das da mal wieder, wir sind wieder bei, was denkst du bei dem Wort Mensch? Ein sterbliches Säugetier kannst du in der Form nicht helfen. Ich sage, du musst immer unterscheiden, ob ich jetzt, wie ich sage, reine Betriebsreparaturen mache, wenn der Zahn rausbricht, wenn der Bein gebrochen ist. Das ist alles vollkommen okay. Dazu sind die Ärzte gut, aber nicht, um das Leben zu verlängern. Dann beginnt die Maschinerie. Und dann ist es nur noch einzig und allein eine Industrie, wie alle anderen Industrien auch, die nur ein Ziel haben, den Gott anzubeten, den der Kapitalismus kennt. Übrigens auch alle Religionen, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, das Geld ist eine Sau. Und dann verkaufen sie dir Waffenlieferungen in die Ukraine als Menschenliebe. Waffen für den Frieden. Das Schöne ist, ich kritisiere nicht das, was ich mir ausdenke, ich habe es erschaffen. Es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und jetzt ist es ja, wenn du jetzt, du Geist, jetzt aktuell deine Politiker anschaust, die Deutschen, wie viel Geistlosigkeit muss ich eigentlich noch auftauchen lassen in dir, wie viel Unfähigkeit. Und wohlgemerkt, mir geht es nicht, dass die anderen, irgendwelche andere Politiker das besser machen wollen. Es war, ich sage mir, es war noch nie anders. Die Lüge in dem System war noch nie anders. Das gilt über alle Jahrhunderte, über die Jahrtausende. Jetzt fangen wir natürlich schon wieder an, irgendwann wird es ja immer dünner, die Menschen werden ja immer weniger. Sagen wir, im Jahrtausend hat es ja bloß ein paar hundert Millionen Menschen gegeben auf der Erdkugel. Die Meinungen schwanken zwischen 500 und 800 Millionen, glaube ich. Wenn du das Ungefähr. jetzt nachschaust, ich kann ja im Internet nachschauen, ich habe es ja mit eigenen Augen im Internet gesehen. Ich sage dir wieder, du schaust, siehst bloß die Seiten, die du ansteuerst. Stochastisches Denken. Wenn du ein Schwuppler bist, dann wirst du nur zu 99% auf Schwupplerseiten sein und alle anderen Seiten, die in dir auftauchen, regst du dich ordentlich darüber auf. Wenn du einer bist, der sich von den offiziellen nochmal hinderlich sein, im Weg stehenden Medien geistig ernährt, der richtet sich über die Schwupplerseiten auf. Stell dir mal die Frage, wer hat diese Vollpfosten von Grünen eigentlich gewählt? Die Kleber. Das ist alles nur kleine Gruppen, die voller Feindbilder sind. Und keiner stellt sich die Frage, was bin eigentlich ich und was sind meine Gedanken? Ist es hundertprozentig sicher, dass ich mich auf einer Erdkugel befinde? Und dann gehst du bitte in deine Geschichtsbücher rein und sagst, es hat eine Zeit gegeben, wo die ersten, die das behauptet haben, die wollten mich hinrichten. Die Kirche natürlich. Ah, so hochinteressant, die Märchengeschichten deiner Philosophiegeschichte, Descartes, ich denke, also bin ich. Wenn du mal wirklich schaust, was alles in dir auftaucht, wenn du zum Suchen anfängst über dieses Thema. Ein Speicheldecker der Kirche ohne Ende. Hat sich das da mal von seinem Bischof alles freigeben lassen, hat er gesagt, ich habe da was geschrieben, Herr Bischof, schaut euch das einmal an, dass ich mit euch Ärger kriege. Das ist die Wissenschaft. Jetzt richtet sich die Kirche nach der Politik, die sagt, darf man das jetzt, sonst dass man nicht mit euch Ärger kriegen. Die kämpfen um Besitzgüter, um Auszahlungen, was mir gehört und was euch gehört. Und alle rennen Schäfchen, rennen weiter in ihre Kirchen oder in ihre Partei oder auf ihre Demonstrationen für eine Einseitigkeit zu demonstrieren. Wir demonstrieren für Sonnenschein, wir wollen mit dem Regen nichts zu tun haben. Wenn du dir ganz alte Selbstgespräche, und ich springe mal knapp 20 Jahre zurück nach der Almenau-Vortrag, wo ich sage, was wäre jetzt, wenn ab morgen, wir denken uns ganz einfach, ab morgen wäre keiner mehr krank. Ein Segen für die Menschheit. Ich sage, spätestens in 4 Wochen wird dein ganzes System kollabieren. Unendlich kollabieren. Es wird ja ein Chaos auslösen, wie es noch nie in deiner Welt war, wenn ab morgen keiner mehr krank ist. Und selbst wenn man das auf die Reihe bringt, kommt das Problem der Überbevölkerung auf einer begrenzten Erdkugeloberfläche. Wenn ich sage, wenn keiner mehr sterben muss. Ewiges Leben auf der Erdkugeloberfläche. Nee, es ist alles ganz anders. Es ist komplett anders. Es ist so unendlich einfach und easy. Aber du brauchst einen vollkommen neuen Ansatz. Und Holger, jetzt, weil du schon wieder wenn dran bist, machen wir es gut sein. Ich mache eine kleine Erweiterung, wenn ich immer sage, meine Geschichte mit dem Haar. Der Buchstabe H symbolisiert das komplette menschliche Wissen. Alles, alle Menschen.
auch die ganzen Einzelwissen, die persönlichen Wissen, die ganzen Bücher, die ganzen Facetten, ist nur ein Haar. Und ich sage, du musst jetzt dein jetziges Leben opfern, dieses Haar hergeben. Das ist jetzt dein persönliches Wissen, das du zum Denken benutzt. Du benutzt ja vom menschlichen Wissen so gut wie überhaupt kein Wissen. Ein Nichts von einem Nichts an Wissen. Was weißt du vom menschlichen Wissen? Ich weiß alles vom menschlichen Wissen. Was so interessant ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. Also da ist schon mal irgendwo ein Keil zwischen uns, eine Rippe, wo ich gerade übrigens nicht weitergemacht habe. Was diese Rippe eigentlich, die Zella, was da wirklich dasteht im Original, wenn wir reingehen, da geht dir das Herz auf. Diese Rippe, die den Adam entnommen wird und er stellt es dann vor ihn hin und sagt, das ist deine Eva. Da sage ich immer wieder, das Wort Eva im klassischen Sinn heißt eigentlich nur etwas ausdrücken, aussprechen und ein Erlebnis haben. Lass dir das einmal in der guten deutschen Sprache auf der Zunge zergehen. Du drückst etwas aus dir heraus, das heißt, du denkst dir was aus, du stellst dir was vor, du sprichst es aus. Und das ist das, was du erlebst, das ist die Eva. Du kannst nur deine eigenen Gedanken erleben in dir, wenn du vor dich hingrübelst. Und jetzt musst du nur noch akzeptieren, dass dasselbe auch, was sinnlich wahrgenommen in dir auftaucht, ist dasselbe, das holst du nur auf die Farbbrille. Von innen auf deine 3D und dann schaust du in deine Halbkugel rein, in die Kamera. Der Kamera Obscura. So funktioniert das Ganze. Darum brauchen wir auch die Physik dazu, um das zu verstehen. Und dieses Haar gibst du mir jetzt zurück, weil du mir vertraust und dann kriegst du, sage ich immer wieder, für dieses eine, für Entschuldigung, für diesen Buchstaben, bekommst du dann ein Wort. Und meine Geschichte geht normalerweise, dass ich sage, ich verändere deinem Wissen nichts. Ich betone das immer wieder. Dein Wissen, so wie du es jetzt hast, ist wichtig. Es sind Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Ich nehme dir von deinem Wissen nicht das Geringste weg, sondern ich gebe dir was vollkommen Neues dazu. Das ist dann das A, das U und das S. Und dann wirst du mit dem Wort Haus plötzlich an was ganz was anderes denken, wie beim Buchstaben A, da denkst du nämlich noch an gar nichts, wobei wir zwei verschiedene haben. Wir haben ein rotes Haar, das ist die Quintessenz in der Mitte, im Einheitskreis, in dem sich das abspielt, und die blauen Wahrnehmungen, die blauen Haars drumherum. Okay, und dann sage ich normalerweise, dann komme ich wieder und dann will ich von dir, dass du mir das Wort zurückkriegst und dann kriegst du dafür einen Satz. Da überspringe ich aber eine Stufe. So weit sind wir noch lang nicht. Du musst jetzt erst einmal bemüht sein, dass du für dein Haar von mir ein Wort kriegst, nämlich das Wort Haus. Okay? Jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt nochmal. Ah, ich weiß, Moment. Und dann gibst du mir dieses Haus zurück und dann kriegst du ein anderes Wort, nämlich das Wort Hotel. Das ist auch ein Haus, aber mit vielen, vielen Zimmern drin, wesentlich mehr Zimmer wie in einem Haus. Und dann können wir aus dem Wort das Hotel, wenn du mir zurückgibst, können wir hier einen Himmel machen. Das ist auch nur ein Wort. Jetzt fangen wir erst an, Sätze zu bilden. Du musst erst einmal dieses Haar im werden, dieses Meer werden, in dem sich alles befindet, ML von Gott, das Meer von Gott. Wir können auch das Meer machen und im L kann man mit 70 lesen, dann kriegst du nämlich das, was aus dem Meer auftaucht. Mit der 70 das Hochgehobene. Da kommst du in die Welt deiner Gedankenwelt. Und dann verlässt du diese vollkommen geistlosen Experimente deiner Naturwissenschaftler. Ex herausgetreten, Barry um dich herum ist Ment. Ments denken, Mentior. Kommt der normale Mensch. Ist ein unbewusster Denker, der ist nicht mehr, das Gehirn ist nicht mehr wie ein Computerchip. Und da kannst du noch so viel GPT-Chat-Programme machen, wo man jetzt sagt, ah, der Computer ist ja viel gescheiter wie mir. Und dann gibt es wieder zwei Seiten, die einen sind begeistert, die sagen, ja, deswegen waren aber nicht so viel arbeitslos, wie ihr glaubt. Dann geh doch jetzt einfach mal in deiner Welt rum und schau, wenn älter bist jetzt, ich mache mal Weißenburg, wenn ich rumgehe, weil wir spazieren gehen gestern und da sage ich, das war mal eine Bank, das war mal eine Sparkasse, da war ein Raiffeisen drin, alle zu. Nur noch Geldautomaten. Geldautomaten, Geldautomaten, Geldautomaten. Das ist das Kleine, der Mensch schafft sich ab. Aber der Affe ist auch gar nicht wert, also für die Ewigkeit. Es ist aber nicht, dass wir Maschinen draus machen.
Und dann kommen wir natürlich dann wieder, wir müssen die Weltbevölkerung reduzieren, dann kommen die Illuminaten. Alles habe ich gehört, hat man mir erzählt. Du willst dieses grobe Denken an der Erdkugel und der Menschen da außen gar nicht verlassen. Ich sage, es wäre alles vom Tisch, wenn du weißt, du träumst jetzt und in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Es ist ein Matrix, ein Computerprogramm. Das heißt, willst du die Welt verändern, musst du nicht auf die Straße gehen. Du musst jetzt bloß anders denken. Aber jetzt wirst du feststellen, mit Kaufmannsdenken, das funktioniert nicht, weil du kannst dir nichts anders denken. Wenn es wirklich vollkommen neu sein soll, brauchst du ein neues Programm. Und das Programm kann mit Sicherheit nicht irgendeine Figur, die in dem Programm aufgeschmissen wird, verändern. Gleich in der Computermetapher. Das heißt, wenn ich unsere offene Welt in einem Videospiel mache, keine Figur, die von diesem Videospielprogramm zur Anschauung gebracht wird, die auftaucht als Information, wird irgendwas an diesem Programm selbst verändern können. Der Spieler mit dem Joystick in der Hand, das heißt du, kleiner Vollpfosten, der hier nur reagiert in Maßsetzung seines Programms, kann an dem eigentlichen Programm im Computer auch nichts verändern. Du musst diese Ebene komplett verlassen haben, die du gar nicht verlassen musst, weil du befindest dich nicht auf dieser Ebene der ausgedachten Dinge. Du bist über den Jordan gegangen. Das ist die Welt, wo man was erlebt. Das ist der Avantgarde in jedes Kind, die jetzt zocken mit ihren Videospielen. Die erleben etwas, was sich in ihnen selber abspielt. Die wissen, da läuft ein Programm. Du musst jetzt bloß wissen, jetzt ist es nicht anders, bloß wir realisieren das auf einer VR-Brille und das ist nicht da außen. Das spielt sich in meinem symbolischen Kopf ab, wo ich jetzt weiß, das ist natürlich nicht der blaue Kopf, den ich mir jetzt ausdenke, sondern der ist ja auch bloß eine Vorstellung in dem eigentlichen Bereshit, was hier oben inmitten dieses Kopfes, das erste Wort, wird etwas aufgebaut, hingestellt. Das steht in dem ersten Satz, ist schon wieder alles drin. Und wie komme ich jetzt dahin, indem ich zuerst einmal mich bemühe, möglichst auf Cut zu sagen, was ist jetzt da? Was ist jetzt eigentlich die ganze Zeit da? Wo waren deine Beine? Wo waren deine Augen? Hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit eventuell eine Brille auf dem Kopf gehabt? Letztes Selbstgespräch auch. Wenn du ein Brillenträger bist, wenn ich das Wort Brille, ist eine Gedankenwelle, hast du die wieder auf dem Kopf oder du hast sie nicht auf dem Kopf? Die ist auch dann da, wenn du jetzt keine Brille siehst oder aufhast, ist jetzt aber die Brille trotzdem da, als eine Vorstellung, ein Gedanke, eine Brille, die nicht ist. Und was jetzt ein elementarer Satz ist. Immer wenn du etwas verneinst, existiert das, was du verneinst. Nur als ein Gedanke. Gott existiert nicht. Stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Wie sieht es aus mit Krankheit? Bist du jetzt gesund oder krank? Fühlst du dich gesund oder krank? Dann schaust du in dich rein und jetzt kommt auch eine tolle Sache. Das ist nämlich bei der Gesundheit. Wir haben gerade die Gesundheit angeschaut, da gibt es nämlich nochmal. Es gibt die Gesundheit, dieses Pri, rot gelesen, im Kopf Gottes. Es gibt aber nochmal ein Wort für Gesundheit, das heißt auch hier der Normalzustand. Soll ich jetzt nicht, sonst würde ich wieder zu weit weggehen. Das ist Gesundheit, gibt es auch noch mit der Beinorm der Normalzustand. Der Normalzustand ist das, was du normierterweise sagst, das will ich haben, das ist richtig. Und damit entheiligst du dich eigentlich schon. Weil der Mensch will das ganze Leben lang bloß gesund sein. Aber dann wäre ja keine Verwandlung. Wie willst du, wenn du nicht den Säugling zerstörst, so ein Schulkind werden? Wie willst du eigentlich zu einem ewigen Geist werden, solange du versuchst, deinen Affenkörper, in den du dich selber in das Gehirn einsperrst, als Geist, und dich selber als ein kleines Abfallprodukt dieses Gehirns betrachtest, weil am Anfang ist ja die Materie, am Anfang ist das Gehirn. Und erst wenn ein Gehirn da ist, ist jemand da, der sich das Gehirn ausdenkt. Sagst du eigentlich, wir sind wieder bei meinem Klingelingeling-Beispiel. Materialismus und Religion, auch die Religion, stellt die Kausalität auf den Kopf. Weil auch religiöse Menschen sagen, zuerst einmal ist ein Gott da, wenn es den Gott nicht gibt, wird es mich ja nicht geben, der mich erschaffen hat. Und die Deppen kriegen gar nicht mit, dass der Gott, den sie sich ausdenken, etwas ist, was sie in sich erschafft. So wie der Mensch, der sich sein Gehirn ausdenkt, das übrigens im Hebräischen Mech, dieses Gehirn selber Mech Emchet und Mech Sheb, Sheba, Mech Sheba heißt der Rechnungsführer. Was übrigens das hebräische Wort für Computer ist. Und genau dieses Wort findest du auch im Tenach im Alten Testament.
Da kommt genau dieses Wort, was im Langenscheid Computer heißt, ist im Alten Testament. Das ist der Rechnungsführer, der über alles bestimmt, der die Berechnungen macht, aber noch nicht richtig rechnen kann, weil er noch ein Mathematiker ist, der geistloses Affenwissen nachäfft. Jetzt lassen wir es gut sein, Holger. Das passt jetzt sehr gut. Die Laufzeit, wir machen jetzt den einen Gott und der eine Gott, wissen wir, ist ja Adam als Gottes Kind. Dann können wir jetzt dann die paar Sekunden noch abwarten, dass wir die 1,45 schaffen. Was sagen wir dazu? Batsch! Ich rede ja immer, Moment, warten, jetzt müsst ihr los. Ich rede ja immer von diesen Aristoteles, diese Gesetze, die die Menschen total curry gemacht haben, obwohl das Ding so fehlerhaft ist und wieder richtig ist gleichzeitig. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Zwar gehe ich da etwas in Ich bin du Quadrat ein. Das ist also diese Schrift. Und wir lesen jetzt das einfach mal in Ich bin du Quadrat. Seite 15 oder zur Seite 16 geht es los. Für jeden Mathematiker, und jetzt immer daran denken, wir reden nicht von Rechnen, sondern vom gelernten Wissen, von Leuten, die gelerntes Wissen einfach geistlos nachäffen, sind seine persönlich geglaubten Axiome heilig. Und wir wissen, ein Axiom sind Glaubenssätze, die man in keinster Weise überprüfen kann. Und er betet sie förmlich an, wie die Ungeduldigen, die an Gott zweifeln, das goldene Kalb anbeten. Also sie sagen, der kommt ja nicht, der stimmt ja nicht, und die tanzen um ihr goldenes Kalb herum. Mathematiker stellen ihre dogmatischen Axiome über jegliche wirkliche Vernunft, über das Selberdenken. Der hat doch gesagt, da steht doch. Es ist doch bewiesen, dass Axiome sind niemals bewiesen. Nochmal, Axiome sind Glaubenssätze, die allgemeingültig innerhalb einer Sekte, nenne ich das einmal, die Sekte der Naturwissenschaft, nicht mehr in Frage gestellt werden, weil sie als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen werden, obwohl du überall nachlesen kannst, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es erfordert blinden Glauben. Nur ihre persönlichen Axiome haben für sie Geltung, weil sie ihnen als einzige Möglichkeit, die sie zu denken vermögen, wahrhaft logisch erscheinen. Das ist das große Problem. Was sollte denn irgendeinem Computerprogramm logisch erscheinen, wie die eigene Logik, mit der er, dieser Computer, programmiert ist? Daher bedeutet Axioma, sprich Axioma auch, Geltung, Werte, Ansehen, Ruhm, Forderung, Verlangen, Anspruch auf die Wahrheit. Es ist aber nur eine Wahrnehmungseinheit, eine Perspektive von unendlich vielen Perspektiven. Alle Gedankengänge, denen ein Mathematiker, und ich betone nochmal, ein geistloser Schwätzer, der nur auf den Gleisen seines gelernten, anerzogenen Wissens sich fortbewegt, im Denken, aufgrund seiner persönlichen Axiome nicht freiwillig folgen will, wird er zwanghaft auch immer als falsch und unlogisch abtun. Dann beginnen die Streitereien. Obwohl keinem klar ist, jetzt zum Beispiel auch in der Politik, in der Weltpolitik, dass sein ganzes Wissen aufbaut auf irgendwelchen Internetseiten und Einseitigkeiten, die er geistlos nachäfft. Zum Beispiel jetzt Russland und NATO. Das kann keiner beschwören. Du lebst als träumender Geist in deinen eigenen Traum. Nicht, dass er diese völlig neuen Gedankengänge prinzipiell nicht folgen könnte. Er hätte die Freiheit dazu. Aber er will sie einfach nicht denken, weil sie ihm unlogisch und verkehrt erscheinen. Und das ist immer unser Spiel mit der Tasse. Das ist das große Problem. Ich schaue auf einen Becher und da ist einer mir gegenüber und der behauptet, das Ding hat einen Henkel und ich sehe doch eindeutig, dass das Ding keinen Henkel hat. Ich schaue auf einen Kreis und da ist einer, der behauptet, das ist ein Dreieck. Wir schauen den Kegel nur aus zwei verschiedenen Perspektiven an. Diese kleine, simple Unlogik, weil sie sich nur auf eine Logik stützt, aufbaut, das ist die Quelle von Leid für den Geist, der nur einseitig zu denken vermag. Und jetzt kommen die vier klassischen Uraxiome von diesem Aristoteles. Der erste Satz der Identität heißt schlichtweg und einfach, alles ist mit sich selbst identisch und verschieden von anderen. Der Satz vom Widerspruch, von zwei Sätzen, von denen einer das Gegenteil des anderen aussagt, muss einer falsch sein. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, von zwei Sätzen, von denen einer das vollständige Gegenteil des anderen aussagt, muss einer richtig sein. Kommen wir zur Spiegelung. Der Satz vom zureichenden Grund, alles hat seinen Grund, warum es so ist, wie es ist.
Und jetzt lasst uns das einmal anschauen. Zu 1. Wenn man diesen Satz nicht materialistisch interpretiert, entspricht er der Wirklichkeit. Wir fahren kurz hin. Alles ist mit sich selbst identisch und verschieden. Schieden. Ein Geschenk des Paradieses von anderen. Alles ist ein und derselbe Geist. Das ist der vom Bücherregal. Alles befindet sich in diesem Geist. Das nennen wir Gott zum Beispiel. Das ist der sich das dann alles ausdenkt. Alles besteht als letztendliche Substanz aus diesem Geist. Das ist die Energie in der Einstein-Formel. Dieser Geist kann sich selbst in sich selbst auseinanderdenken und somit auch in sich selbst Dinge erschaffen, die er sich dann als etwas anderes denkt, als er selbst ist. Die 200 Gramm rote Gnede sagen plötzlich, ich bin eine Tasse. Nein, ich bin ein kleines Pferdchen. Nein, ich bin ein Haus, ich bin eine Barbiepuppe, weil die Gnede, dieser Geist ständig seine Information verändert, ohne dass sich bei ihm dabei selber was verändert. Das ist die Einstein-Formel. Geist kann sich selbst zum Beispiel als einen physischen Körper denken, aber auch als eine Märchenfigur, als ein Gas, als eine Wolke und dazu als ein ganzer Weltraum. Geist wird sich in sich selbst im Meer so erscheinen, wie er sich selbst denkt. Du, Geist, erlebst nur deine ständig wechselnden Informationen, was an dir selbst überhaupt nichts verändert. Es ist doch ein ganz einfaches, klares Deutsch. Geist ist im Meer mit sich selbst identisch. Alles besteht im Meer nur aus einem und demselben Geist. Der Ich ist. Ist doch egal, welches Buch du liest, egal, was du dir aufgrund von Worten ausdenkst, mit wem du dich jetzt ausgedachterweise, mit welcher Person du dich verwechselst. Der vom Bücherregal muss alle Bücher lesen. Es ist immer derselbe Geist. Der Ich ist, das ist JCH, der vom Bücherregal. Und dennoch erscheint er sich selbst verschieden von dem, was er sich hier und jetzt gerade denkt. Die 200 Gramm Rote nimmt die Form einer Tasse an und sagt, ich selbst bin doch nicht die Tasse. Jein. Du bist Geist mit der Form, mit der Information und die Information ist das, was du zurzeit anschaust. Du bist immer und deine Informationen verändern sich ständig. Die ändern an dem, der das sich anschaut, nichts. Wenn ich träume, befinden sich alle Dinge, die mir in meinem Lebensteeraum, Spiegelraum, erscheinen letzten Endes nur in meinem Bewusstsein und bestehen aus meinem eigenen Geist als letztendliche Substanz. Alles außerhalb meines Bewusstseins Scheinende sind Scheinenden, befinden sich aber letzten Endes nicht wirklich außerhalb meines Bewusstseins, weil wenn es nicht in meinem Bewusstsein wäre, würde ich es ja gar nicht wahrnehmen können. Und ob sich außerhalb meines Bewusstseins überhaupt was befinden kann, werde ich niemals überprüfen können. Es gibt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob ein nicht gedachter Gedanke doch irgendwo da außen existiert, zum Beispiel eine Erdkugel, wenn ich nicht daran denke. Du kannst nicht einmal prüfen, ob die da außen ist in Bezug auf eine sinnliche Wahrnehmung. Nicht einmal dann kannst du es überprüfen. Weil sobald du Erdkugel siehst, siehst du entweder ein Blatt Papier, wo Farbe draufgespritzt ist, ein Monitor, eine Aufnahme, zeichne die Erdkugel. Dann sagst du ja, aber die Astronauten haben doch die Erdkugel gesehen. Dann musst du selber ein Astronaut sein und selbst dann ist es keine Kugel, weil du eine VR-Brille aufhast und die letztendlich die Illusion der im Raum schwebenden Kugel, die du dann siehst in deinem Traum, letztendlich aus zwei flachen Bildern besteht. Bingo. Alles, was sich jetzt nicht in meinem Bewusstsein für mich zur Schau stellt, befindet sich als logische Seinsmöglichkeit dennoch in mir, dennoch nämlich als eine mögliche Daseinsform, die nur darauf generiert, aufgehend wartet, von mir in mir bewusst wachgerufen zu werden. Alles, was sich jetzt in dem von mir ausgedachten Internet angeblich befindet, befindet sich nicht da außen, sondern es befindet sich in mir. Und es wartet bloß, dass ich diese Internetseite in dir, in mir selber so eine Information mache, auf dem Monitor hole. Zu zwei, nicht besonders geistreicher, einseitiger materieller Schwachsinn. Satz vom Widerspruch von zwei Sätzen, von denen einer das Gegenteil des anderen aussagt, muss einer falsch sein. Jetzt ist es hell. Nein, jetzt ist es finster. Das ist geistloser Schwachsinn. Es gibt kein Hell ohne Finster. Beispiel,
Erster Satz, ich denke mir jetzt ein Ding, das keine einzige Ecke hat. Zweiter Satz, ich denke mir jetzt ein Ding, das Ecken hat. In beiden Sätzen denken wir dasselbe Ding. Nach diesen Axiomen gibt es keinen Kegel. Das sind die Perspektiven, die zwei Aussagen. Da ich mir aber einen Kegel denken kann, ist dieses Axiom eindeutig eine dogmatische Wahrheit widerlegt. Ich brauche die nächsthöhere Ebene. Das ist immer dasselbe Prinzip. Zu drittens, wenn mein Bewusstsein einmal in der Lage ist, zeitlos, das heißt immer während, im ewigen Hier und Jetzt zu sein, stimmt nicht nur einer der beiden Sätze, sondern genau genommen sogar beide. Alles, was ist, ist letzten Endes nämlich immer ein und dasselbe, dasselbe Geist. In Bezug auf zwei entspricht die ausgeschlossene Dritte einer höheren Daseinsebene, das wäre jetzt dann der Kegel. Und zwar als Kegel, KGL heißt der wie eine Welle, der Mittelpunkt von den zwei Seiten, die gedacht werden. Zu Satz 4. Der einzige Grund, warum etwas für mich so ist, wie es ist, ist letzten Endes der, dass ich dogmatisch glaube, dass es so ist. Alles wird in mir wahrnehmenden Bewusstsein immer so erscheinen, wie ich es mir in dem Augenblick, wenn ich es denke, selbst ausdenke. Ansonsten gilt derselbe Text wie unter 1 besprochen. Schauen wir nochmal, alles hat seinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Es ist deshalb so, weil ich jetzt es mir so denke. Punkt. Ich bin nur Quadratseite 16. Ja. Alles, was ich jetzt nicht in meinem Bewusstsein für mich zur Schau stelle, befindet sich als logische Seinsmöglichkeit dennoch in mir. Jetzt benutze ich natürlich nur meinen Intellekt zum Denken. Da ist alles drin. Ja, absolut. Ja. Es steht alles da. Jetzt zeig mir, kannst du es überhaupt sein, dass es noch nie aufgefallen ist? Ja. Kann es sein, dass es noch nie einem Menschen in der Menschheitsgeschichte aufgefallen ist, dass der Aristoteles recht hat, obwohl er nicht recht hat? Es sind wieder die zwei Seiten. Aber wen sollte das eigentlich auffallen in deinem Traum? Kann das eigentlich nur den Geist auffallen, der träumt? Kann irgendetwas einer Figur, die du dir ausdenkst, irgendetwas auffallen? Kann irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst, irgendwas auffallen? Der doch eindeutig nur ein Gedanke ist, der von dir gedacht wird. Jetzt wird es natürlich sehr gemein, weil du denkst dir Menschen aus, wo du sagst, die wissen das ja, ich weiß es nicht. Das sind auch so in meinen Selbstgesprächen, sage ich immer wieder, in dem Moment, wo du dir einen gescheiten, einen weisen Menschen ausdenkst, einen mächtigen Menschen ausdenkst, zum Beispiel der Udo ist ja so gescheit, ja. Ist im selben Moment das Gegenteil entstehen, nämlich ein Dummkopf, der keine Ahnung nicht hat. Und jetzt kommt das Problem, du denkst dir doch eindeutig beide aus. Das Verrückte ist, du behauptest, ich bin der Dummkopf, der keine Ahnung hat, weil der, den ich mir ausdenke, der weiß ja so viel. Du erschaffst einen gescheiten oder einen mächtigen Menschen in dir und machst dich selbst zu dem Gegenteil von dem Gescheiten und dem Mächtigen. Das passiert aber bloß so lange, bis du verstanden hast, dass das eigentlich vollkommen geistlos und dumm ist. Ich sage immer wieder, mir wird das nie passieren. Ja, ja. Ja, das ist ich sage aber jetzt auch nicht der Fehler andersrum, das sind ja alle Steppen. Und ich bin ja so gescheit und beziehe das auf den, den ich mir ausdenke. Nee, das ist ja totaler Narunadepp. Das sind beides ausgedachte Dinge und ausgedachte Dinge sind ein Dasein müssen. Die Weisheit liegt in einem Bereich, der nicht denkbar ist. So wie man das Wort weiß, die Weisheit, ist, in der Physik haben wir jetzt unser weißes Licht. Das ist alles gleichzeitig, alle Frequenzen gleichzeitig. Jetzt müssen wir wieder, was sind die Frequenzen? Und jetzt müssen wir nur wieder in Wörterbücher reingehen. Und es ist also so köstlich, wenn man in Wörterbüchern reinschaut, im Neuen Testament zum Beispiel. Da habe ich heute Morgen gerade im Moment nochmal nachgeschaut. Da muss ich jetzt gleich nochmal schnell hingehen. Zwar geht es hier, du erinnerst dich, und das mache ich jetzt gleich von vornherein nochmal, weil das eine ganz, ganz schöne Metapher ist, diese Frage, und zwar machen wir mal 7 Dinge. Das heißt, Ausgangspunkt ist das Problem der Entscheidung, des Entschlaf. Wir haben jetzt erst einmal diese 4 Phasen in der Vorsilbe End. Kann man einfach DWDS Vorsilbe End anschauen. Es sind eigentlich 6 Punkte, die hier angesprochen werden. Mir geht es erst einmal, ich muss um etwas zu vernichten, muss ich das erst einmal mir ausdenken. Das ist die Vorsilbe End. Man stellt sich was vor, zum Beispiel, ich sage mal einen Gummi.
Was übrigens ganz interessant ist, wenn ich das deutsche Wort ein Geist verbindet, GU, also Gewaff geschrieben, ja. Im Hebräischen heißt das Testament unter anderem auch das Innere. Ja. Innen. Ja. Gib einfach mal 3, 6 ein und dann wirst du feststellen, das heißt auch das Innere, die Mitte, unter anderem auch Bauch und so weiter und so weiter. Und dann haben wir 2 mm. Und diese 2 mm sind praktisch, der Geist verbindet diese 2 mm in sich selber, in Gott. Der Gummi. Jetzt haben wir einen Gummi und wir machen jetzt, wir ziehen einmal die 2 mm auseinander, wir spannen SB, haben wir schon, jetzt spannen beginnt mit SB und SB wissen wir, ist die Schwelle, eine logische Welle. Wir machen jetzt diesen da, wir spannen diesen einen Gummi, machen wir 2 ein Anfang und ein Ende, wie bei der Wurst. Ja. Und in dem Moment, wo wir das wieder entspannen, ist die Spannung weg. Das ist, wo ich immer wieder sage, wenn dir jemand enttäuscht, bist du getäuscht, solange bis er dich enttäuscht. Ja. Einmal vor 20 Jahren, wo du drin gesessen bist, hier und jetzt gedacht, habe ich jetzt gesagt, ich bin hier, um dich zu enttäuschen. Das ist der Satz, mein einziger Zweck, wieso ich in dir als Brüssel-Uder aufgetaucht bin, in dir Geist wohlgemerkt, weil du denkst mich ja jetzt aus, ich bin da, um dich zu enttäuschen. Und alles, was du dir jetzt in einer gewissen Entfernung um dich herum denkst, ist eigentlich in dir drin, weil die Ferne entfernt ist. Wissen wir. So, und wenn wir das Spiel haben, sage ich, du hast jetzt dein Dilemma. Dieses Dilemma besteht darin, dass du gezwungen bist, von 2 oder mehreren Möglichkeiten ständig immer eine auszuwählen. Das nennt man, ich habe mich jetzt entschieden, ich kaufe das Haus oder ich kaufe es nicht. Das sind die 2 Möglichkeiten. Oder du gehst jetzt zum Einkaufen, dann probierst du 5, 6 Kleider als Frau und jetzt musst du dich entscheiden, welche kaufe ich, weil du die Kohle nicht hast, alle kaufen zu können. Das ist, diese Entscheidung ist eigentlich keine wirkliche Entscheidung. Eine Entscheidung passiert, wenn ich aus 2 Sachen die zerstöre und was Neues draus mache. Kreis und Dreieck waren so ein Kegel. Das ist unser klassisches Prinzip. Aber wie funktioniert jetzt das auf der Ebene deiner Brüsselebene? Das heißt, du wirst dich entscheiden müssen, aus 2 oder mehreren Möglichkeiten 1 auszuwählen. Du hast zum Beispiel jetzt 4 oder 5 Männer, wenn du eine Frau bist, für die sich für dich interessieren, die dich anbaggern. Wir können dich männlich und weiblich austauschen. Du bist der Mann und du hast hier 5, 6, die dir ins Auge fallen. Für welche entscheide ich mich, dass ich mich da wirklich drum werbe und die anderen fallen automatisch weg? Das ist keine wirkliche Entscheidung. Jetzt mache ich ein schönes Beispiel dazu. Und zwar biete ich dir 7 Möglichkeiten an. Das heißt, und ich frage dich, was davon wählst du aus? Wir sagen, als erste Möglichkeit biete ich dir ein Herd an. Ich nehme den absichtlich jetzt als erste Möglichkeit. Als zweite Möglichkeit biete ich dir einen Kühlschrank an. Als dritte Möglichkeit Lebensmittel. Als vierte Möglichkeit Messer. Als fünfte Möglichkeit ein Geschirr. Okay, als sechste Möglichkeit Gewürze. Und als siebte Möglichkeit Teller. Oder Töpfe. Was willst du haben davon? Du musst dich jetzt entscheiden. Und das ist jetzt die große Schwierigkeit. Die Entscheidung wäre, dass du sagst, ich nehme die Küche. Die Kollektion will keiner. Nee. Weil das sind die 7 Stufen, die zusammengefasst, ich nehme das 8. Das ist das Chat. Ja, das ist schön. Ich nehme bloß die Tasse, wo der Henkel rechts ist oder der Henkel links ist. Ich nehme die ganze Tasse mit all den Perspektiven. Wieso ich jetzt dieses Beispiel nochmal gebracht habe, ist der erste Punkt, das ist der Herd. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an, weil wir diese große, ich schalte mal hier nochmal ein, in dem vorhergehenden Gespräch, wo wir geführt haben mit dem Holger, ja. Weil mir das da gerade jetzt in Sinn kommt, da haben wir doch von der Debug gesprochen. Ja. Und dann habe ich gesagt, die Kaste der Kiste.
Das ist das kleine Kästchen, wo der Mose ja ausgesetzt wird und dann zum Pharao kommt. Das ist so eine Sache, das ist auch eine Kiste. Und an und für sich das Deba oder Deva, das B kann ja auch W sein, Deva, ausgesprochen heißt ja dann auch die Arche. Darum steht hier Arche. Und dann habe ich in dem Gespräch noch erwähnt, dass ich sage, da musst du mal im Griechischen nachschauen, was Arche eigentlich bedeutet. Das ist Beroshet. Und wir wissen jetzt, dass das auch das geschriebene Wort ist. Im Anfang war das Wort. Ja. Das Wort in den Heiligen Schriften. Mhm. Ist interessant, ne? Super. Aber jetzt schauen wir uns einmal dieses S-Din an. Mhm. Das ist nämlich der Herd. Das schreibt sich ja so. Das kommt übrigens sehr oft. Die Estia, und da muss man jetzt genau hinschauen in der Umschreibung. Ich muss jetzt da ein paar Sachen aufmachen, dass ich dir das einmal, warum das hier, das kommt nämlich sehr oft. Ja. Dann habe ich hier noch einen kleinen Moment. Das ist erst einmal der Herd, aber ganz interessant, es ist auch der Hausaltar, auf dem die Hausgötter standen. Insofern als heilig geltend. Du musst jetzt einfach mal so archaische Urform denken, dass die in dem Haus ist der Herd der Mittelpunkt gewesen, wo sich alle, auch die Quelle der Wärme, wo sich alle mehr oder weniger drum versammelt haben, die ganze Familie. Mhm. Und wenn man jetzt runtergeht, ist es hier das Versammlungshaus, der Herd, das ist so das Feuer, man sitzt um das Lagerfeuer herum und darum ist es übertragenerweise auch der Mittelpunkt. Und dieses Wort, jetzt sind wir natürlich im Griechischen, sind wir hier in einer eigenartigen Art und Weise, muss ich ganz, ganz kurz einmal reinspringen im Neuen Testament in die Strong-Nummern. Und zwar stellst du plötzlich fest, dass dieses beginnt bei der, fürs Neue Testament bei der Strong-Nummer 2075, wir hatten ja schon unsere 1957, unsere schöne, das beginnt jetzt erst einmal das SD in die Unterformen des SD. Ja. Wird jetzt erst einmal 90 Mal mit Sein übersetzt. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch gegen euch reden, werden um meinetwillen. Das ist genau alle, die irgendwas gegen Holofiling sprechen. Das ist nichts anderes, wie dass sie gegen die Jesus-Sätze gesprochen haben. Das ist das Erste. Wir schauen mal den nächsten an. Das ist übrigens jetzt, wenn wir das grammatikalisch sehen, und da müssen wir jetzt ganz kurz in. Ich nehme da immer, das habe ich schon gesagt, das Englische, Visionary, das tun wir dann wieder deutsch rückübersetzen, weil die ganzen im Deutschen wird es nicht angezeigt. Zweite Person, Präsens aktiv von Emi, ihr alle seid. Okay? Dann haben wir die nächste SD. Jetzt machen wir die nächste Strong-Nummer. Das sind die Unterformen von dem Herdfeuer. SD. Wieder 805 Mal sein. Du siehst, wie oft das Wort vorkommt. 8-mal als geben, 6-mal als haben, 3-mal als stehen, 1-mal als besehen, als blicken, als gehören, geschehen. Das ist die Art, wie oft, auf welche Art und Weise im Neuen Testament diese Radix übersetzt wird. Da haben wir schon das SD, den Mittelpunkt. Der Mittelpunkt sein. Wir schauen nochmal, was hier diese grammatikalische Unterform ist. Das ist die dritte Person. Er. Präsens aktiv. Von ihm. Er oder es. Sind wir zwei. Das sind die absoluten Beobachter, die letztendlich die Quelle für alles sind, was hier passiert. In den Menschen selber. Das ist das reine Sein, das Bewusstsein, das nicht existiert. Mhm. 8-mal als Geben übersetzt. 22-mal wird es eigentlich gar nicht übersetzt. Lässt man es ganz einfach bloß weg. Mhm. Der Geist ist eben, das ist die Nulllinie. Interessant, oder? Ja, voll gut. Mhm. Haben heißt der Sohn. 6-mal als der Sohn übersetzt, wenn ich das immer hebräisiere. Genial. Spannend, wie alle Puzzlestückchen immer mehr ineinander gehen. Schauen wir jetzt einmal nochmal. Ja. Estio, schauen wir mal, 14-mal als sein, was das für eine grammatikalische Form ist. Ja.
wie oberflächlich, wenn ich immer sage, fehlerhaft, das übersetzt wird. Bearbeiten, Imperativ, Aktiv, Präsens von Emi. Das ist ein Aorist, da bin ich schon mal drauf eingegangen, da will ich jetzt nicht so weit gehen, das kann man nochmal eine schöne Form. Was haben wir dann noch? Und jetzt fallen wir da letzte Ende. Das ist, kommt aus dieser Grundradix mit raus, aber da war nochmal eine, aber das ist was, das reicht an und für sich. Dass du hier siehst, die Arche, Design im Mittelpunkt. Das ist hier aus dem alles, mein Punkt in der Kamera obskur, aus dem alles entspringt. Und wenn man sich dafür nicht interessiert, das ist ein Akt der Reife. Ich sage immer wieder, du interessierst dich vor der Schule, in dieser ersten Phase, für ganz andere Sachen, wie wenn du in die Schule kommst. Wenn du in die Pubertät, dann kommt ein Riesensprung, interessierst du dich wieder für andere Sachen. Und das Pixelmännchen Nadja, wo jetzt so nickt, das ist jetzt schon lang über den Wechseljahren drüber. Und du hast jetzt so eine unendliche Freude in der Sprache. Es macht dann so extrem sprachlos. Und es wird niemals irgendeiner, der in der Mitte des Lebens hängt, so empfinden können, der noch sehr verbunden ist mit der Welt. Mit besser machen, mit retten, mit fortgehen, mit wünschen. Das muss sich vollkommen auflösen. Machen wir bei der Nadja, wo ihr jetzt auf Frankreich gezogen seid, wir gehen spazieren und dann gehen wir so ein schön hergerichteten Häuschen mit einem Garten, mit viel Zeug drin, wo ich immer sage, hier so viele scheußlich, kleine Scheußlichkeiten, die in ihren Garten reingestellt haben, weil sie den Garten schön gemacht haben. Und ich sage, kommen da Erinnerungen in dir hoch, jetzt auf der Brüsselebene zur Nadja? Das ist schon schön, wenn man einen eigenen Garten hat. Ne? Jetzt ist die Frage, wer denkt sich die zwei Pixelmännchen jetzt aus? Wie reagierst du auf die Botte? Das ist immer wieder die Frage, inwieweit glaubst du noch, dass da irgendwie da außen sich Leben abgespielt haben? Außerhalb von dir, unabhängig von dir, Geist. Holofeeling ist ein Sprung in eine vollkommen neue Bewusstseinsform. Es existiert immer nur das, was du denkst, und das existiert in dir selbst, weil du dir das aus dir, aus einer noch tieferen Schicht an die Oberfläche holst, in ein ausgedachtes Innen. Das innerhalb und außerhalb ist beides was Ausgedachtes. Aber es bleibt hier in dem mittelsten Punkt. Und da sind keine anderen, die wo was erleben können, weil der Einzige, der wo was erleben kann, ist Geist. Und da haben wir wieder die zwei Formen. Bist du der Geist, der bloß dieses JCH, was eigentlich gleich ist damit UB, das verbundene Wissen, das ist der innerste Punkt, das wir Gott nennen, symbolisch. Oder bist du ein Geistesfunk, das derselbe Geist ist, der sich aber reduziert. Interessant in dem Wort reduzieren, aber jetzt hast du mal unser Re. Auf Lateinisch heißt es zurückkommen. Und ganz nebenbei sage ich nochmal bei dem Re, ein N, eine Re-Existenz. Rehen, das ist das lateinische Wort für Niere. Dieses Nier ist ein R, ist flackernd. Re. Nier, Re. Wir wissen, das Re wieder hebraisiert. 270 heißt zum einen nächster Freund und auch Schlechtigkeit, Bosartigkeit, Plus und Minus. Diese Niere, da kommt das Wort alter Nieren her. Rehen. Jetzt gehen wir in die Tierwelt. Da haben wir auch ein Reh. Das Reh, die Rückseite vom Rehnen, der Jäger, Spiegel. Wir haben aber auch einen Dachtraum, unser Hase, 575, etwas vor sich hinträumen. Beim Hasen hat auch eine weiße Rückseite. Beim Hasen nennt man das Lampe. Da kommt das Wort Meister Lampe her. Ja. Aber die Lampe wiederum, die unbewusst was vor sich hin fantasiert, ist eigentlich kein wirkliches Licht, sondern eine Schienlampe, eine logische Lampe, eine Schlampe. Und das ist deine Frau. Glaub gar nicht, dass das jetzt alles Zufall ist. Weil irgendwann mal wirst du merken, ich scheiß dich sprachlich so mit Zufällen zu, dass du irgendwann einmal erkennst, da muss ein System dahinter sein und dieses System nennen wir bewusster Geist Holophil. Okay. So, dann kann man sich dann auf diese etwas nähere Erklärungen auf unser Vorhergehendes, ja. Vorhergehendes immer jetzt, das ist ja. Immer das gleichzeitig Selbstgespräch einlassen.
Und ich glaube, das reicht jetzt einmal ein schönes Vorwort. Und dann sagen wir Batsch.